Schönen Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zum ISPA-Forum. Ich verberge mich da dahinter einfach deswegen, weil wir auch Leute via Stream willkommen heißen. Und so bin ich besser sichtbar, als wenn ich vor dem Podium stehe. Spätestens seit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine wissen wir, dass Kriege nicht nur mit Waffen geführt werden, sondern auch mit Worten. Und spätestens seit dem Februar 2022 ist auch eine Art verbale Schlacht um die Deutungshoheit über dieses furchtbare Geschehen entbrannt, das da nur ein paar hundert Kilometer östlich von Wien stattfindet. Das Konzept dahinter nennt sich Infowar und es meint damit natürlich nicht nur den Kampf abseits von Raketen und Granaten und den Kampf der Worte, er meint auch den Kampf in den Tiefen des Netzes. Und auch darüber werden wir heute im Laufe des späteren Nachmittags reden. Und wir haben ja in den vergangenen 14 Monaten erleben dürfen, was da alles möglich ist. Denken Sie nur an Angriffe auf Regierungsserver in der Ukraine, denken Sie an gehackte Monitore in Moskau, wo der Westen dann bzw. westliche Hackergruppen versucht haben, ihre Botschaften zu lancieren. Und erst heute, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen mitbekommen hat, gab es eine Meldung auf der blauen Seite von ORF.at, dass nämlich die Finnen eine sehr originelle Art gefunden haben, Nachrichten über den Krieg nach Russland zu tragen. Und zwar haben sie in einem sehr populären Online-Spiel, für das man Karten kaufen kann, ich weiß nicht, wie man das in der Gamersprache nennt, das sind einfach Zusatzinfos, da haben sie in diesen Karten, wenn man die installiert hat und aufgerufen hat in den Spielen, haben sie in verschiedenen Räumen des Spieles Nachrichten verborgen über den Krieg in der Ukraine, damit auch die Russen, dort spielen offenbar 4 Millionen Russen dieses Spiel, zu Informationen aus dem Westen über dieses Kriegsgeschehen kommen. Das Konzept hinter Infowar ist nicht ganz so neu, wie es vielleicht scheint. Das ist ein sehr modernes Wort zwar, aber offenbar haben es die Amerikaner schon in den frühen 90er Jahren erfunden und kultiviert, weil sie eben begriffen haben, dass das Schlachtfeld allein nicht mehr reicht. Trotzdem muss man dazu sagen, Europa hat erst so in den letzten 7, 8 bis 10 Jahren, vielleicht seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, so richtig mitbekommen und auch mitfühlen können, was eben dieser Begriff Infowar und Infowarfare meint. Welche Folgen das jetzt, dieser ganze Krieg, diese ganzen Fake News, also Desinformation de facto, haben für die westliche Gesellschaft, für Mitteleuropa, vor allem für ganz Europa, welche Folgen das auch für Plattformen hat, für den Journalismus oder auch für das Heer, das werden wir eben heute noch besprechen in ca. 30 Minuten. Dazwischen gibt es noch 2 Programmpunkte, ich nehme jetzt nichts vorweg, aber jetzt darf ich wie immer den Generalsekretär der ISPA, Stefan Ebenberger, um seine Begrüßungsworte bitten. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Franz Zeller, für die Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Freunde, vielen herzlichen Dank für euer Kommen, für das Kommen zum ISPA-Forum 2023, wie der Franz Zeller in seiner Einführung es bereits gesagt hat, die US-Wahlen, der Brexit, eventuell Corona, jetzt auch der Ukraine-Krieg, staatlich gesteuerter Einfluss von Geheimdiensten, Einflussnahme von Trollfabriken und dergleichen haben an Intensität gewonnen. Gleichzeitig zeigt es auch, wie wichtig das Internet und soziale Medien für Informationen bis hin zur Organisation von Widerstand sind und ist, obgleich auch autoritäre Regime sich sehr wohl dieser Organisationskraft bewusst sind und auch nicht scheuen, da massiv einzugreifen. Wir haben es schon gehört, es ist so martialisch es klingen mag, wir müssen uns wohl bewusst sein, es ist ein Infowar, den wir hier führen oder in dem wir uns zumindest befinden. Die Beeinflussung oder gar die Zerstörung des öffentlichen Diskurses ist dabei definitiv nicht zu akzeptieren in keiner Gesellschaft. Daher sind auch die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Ja, die Bedrohungsszenarien aus dem Internet müssen sicherlich auch Bestandteil sicherheitspolitischer Überlegungen sein. So haben wir auch im Laufe des vergangenen Jahres und erst auch zu Jahresbeginn wieder Sperren von diversen Medien, TV-Sendern, Russia Today und sonstige gehabt und auch als Branche reagiert. Regelmäßig kommen neue dazu. Erst zu Jahresbeginn sind wieder zusätzliche hinzugekommen. Und so ist auch die Branche natürlich gefragt, da Verantwortung zu tragen, denn
auch die Politik und die Branche und alle gemeinsam die Eingriffe in die Grundfreiheiten, die natürlich hier passiert sind, insbesondere in die Meinungs- und Pressefreiheit, sind gut abzuwiegen, sind entsprechend gut zu beurteilen. Und das sage ich jetzt nicht nur einen Tag nach dem Tag der Pressefreiheit. Die Internetbranche und die Provider nehmen dabei ihre Verantwortung in mannigfaltiger Art und Weise entsprechend wahr. Aber gerade diese Eingriffe in Grundrechte wie Netzsperren sind nicht von den Unternehmen zu entscheiden, sondern ganz im Gegenteil von unabhängigen Behörden auf Basis gesetzlicher Vorgaben. Das Thema der Rechtssicherheit ist da für uns als Provider und als natürlich als die Branche ganz entscheidend, so bei diesen Netzsperren wie auch bei allen anderen. Umso mehr freue ich mich, dieses und viele weitere Themen, wie schon eingangs erwähnt, heute mit einem hochkarätigen Podium diskutieren zu dürfen, sei es jetzt online oder sei es natürlich insbesondere vor Ort, als Remark und Disclaimer, es wird, glaube ich, meines Wissens auch aufgezeichnet. Umso mehr allerdings hoffe ich auf einen spannenden und einen ereignisreichen Diskurs in diesem wichtigen, nachhaltigen Thema, das uns schon länger beschäftigt und wohl auch noch lange beschäftigen wird. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, hoffe auf einen spannenden Abend und freue mich dann auf einen entsprechenden Ausklang. Zuvor allerdings darf ich jetzt noch die Frau Bundesministerin um ihre Begrüßungsworte bitten, die sie uns jetzt dann schlussendlich dann online übermittelt hat und darf dann in weiterer Folge an den Franz Zeller zur Einmoderation unserer Gäste und der Veranstaltung überleiten. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, es freut mich sehr, Sie auf diesem Weg zur heutigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Das Thema des diesjährigen ISPA-Forums ist von enormer Bedeutung, denn Desinformation und Propaganda haben in den letzten Jahren signifikant zugenommen und verändern auch den demokratischen Diskurs nachhaltig. Das Internet und die Digitalisierung bieten ein unschätzbares Potenzial. Sie haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir lernen, wie wir arbeiten und leben, wesentlich verändert. Und werden das, und zwar auch noch schneller als bisher, weiterhin tun. So hat die Digitalisierung nicht nur zur Demokratisierung von Wissen und Bildung geführt, sie hat auch dazu beigetragen, soziale Teilhabe zu erhöhen und auch die Demokratie zu stärken. Gleichzeitig ist es aber in Zeiten von Internet, sozialen Medien und künstlicher Intelligenz auch für reguläre Nutzerinnen deutlich einfacher geworden, falsche Informationen in Windeseile zu verbreiten, täuschend echte Bilder zu generieren oder durch Cybermobbing Menschen einzuschüchtern bzw. zu Gewalttaten aufzuhetzen. Das Problem liegt also nicht nur in der raschen Verbreitung von Desinformationen oder Online-Hass, sondern auch in der Zerstörung des Vertrauens in das Medium Internet, in etablierte Medienquellen und Expertinnen. Wir können nicht mehr sicher sein, ob das, was wir lesen oder sehen, wirklich wahr ist. Und so können diese Technologien auch gezielt dazu verwendet werden, Wahlen und politische Meinungen zu manipulieren. Das World Wide Web könnte also schrittweise von einem Raum der grenzenlosen Freiheit und Möglichkeiten zu einem Raum der Überforderung und Einschüchterung werden. Vom Shrinking Civic Space sprechen die Expertinnen, und zwar auch online. Und das müssen wir verhindern. Daher braucht es entsprechende Rahmenbedingungen und Sicherheitsmaßnahmen, um die Potenziale der Digitalisierung zu fördern und die Risiken effektiv einzudämmen. Der Digital Services Act, kurz DSA, den wir letztes Jahr auf europäischer Ebene verabschiedet haben, war ein wesentlicher Schritt in Richtung mehr Fairness, Freiheit und Sicherheit online. Mit diesem DSA ist es uns gelungen, europaweit besseren Schutz von Bürgerinnen und Bürgern und ihren Grundrechten im Internet sicherzustellen. Wir haben klargestellt, was offline illegal ist, ist auch online illegal. Abschließend möchte ich noch kurz auf eine in den letzten Monaten wiederholte Forderung der Überwachung privater und verschlüsselter Kommunikation durch private Dienstanbieter eingehen. Für mich ist ganz klar, eine anlasslose, massenhafte Überwachung sämtlicher Kommunikation darf es nicht geben und schon gar nicht ist sie an private Unternehmen auszulagern. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Bemühungen nicht die grundlegenden Freiheiten einschränken
auf dem unsere demokratische Gesellschaft aufgebaut ist. Ich bin mir sicher, dass die heutige Veranstaltung einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird, diese zentralen Fragen zu klären und zu erörtern. Ich wünsche Ihnen allen eine spannende und erkenntnisreiche Diskussion. Ja, die Frau Minister hat uns jetzt ein paar zusätzliche Anregungen gegeben, glaube ich, für die Diskussion später. Allein dieses Thema des Vertrauens ist, glaube ich, ein sehr wichtiges, das uns alle betrifft. Aber jetzt habe ich zuerst die Ehre, Ihnen Österreichs bisher einzigen Pulitzer-Preisträger vorzustellen. Der Pulitzer-Preis wird ja nicht nur verliehen für Musik und Literatur, sondern auch für Journalismus. Und er ist von seiner Bedeutung her so etwas wie der Oscar in dieser Sparte, und zwar außerhalb der Filmbranche. Und Österreichs einziger Pulitzer-Preisträger heißt Christoph Buschek, den wir heute hier begrüßen. Er ist Informationstechniker und Investigativjournalist und er hat mit seinen Analysen dazu beigetragen, vor ein paar Jahren bereits, dass man quasi mit Open Source Intelligence identifizieren konnte, wo China Uiguren in Lagern gefangen hält. Und dafür hat er 2021 zusammen mit Kollegen den Pulitzer-Preis in der Kategorie International Reporting erhalten. Jetzt arbeitet Christoph Buschek zusammen mit Obermeier und Obermeier. Die kennt man ja nicht zuletzt wegen des berühmten Ibiza-Videos. Jetzt arbeitet Christoph Buschek zusammen mit Obermeier und Obermeier für Paper Trail Media und für den Spiegel. Und er lehrt an der New York University. Und zwar, das gefällt mir sehr gut, als Knowing Machines Fellow. Und seine Kenntnis der algorithmischen Maschinen, die wird er uns auch in seiner Keynote präsentieren, die sich natürlich um das Thema Desinformation dreht. Wir begrüßen Christoph Buschek. Willkommen. Danke. Mal schauen, ob das funktioniert. Funktioniert das? Kein Internet. Das fängt schon mal gut an. Ich werde es über mein Telefon probieren. Ich bin mir sicher, die Keynote wird besser laufen. Sind fast dort, fast. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja? Okay, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung vom ISPA-Forum und ich möchte mich auch beim Herrn Ivan bedanken für diese nette Vorbereitung und generell, dass alles so smooth und easy in der Vorbereitung lief. Desinformation ist ein sehr aktuelles Thema, wir haben schon gehört und ich glaube, es wird in den nächsten Monaten noch ziemlich an Brisanz gewinnen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich Ihnen heute etwas über meine Arbeit erzählen darf. Ich habe in den letzten Monaten viel Erfahrung sammeln können, wie man mit Desinformation arbeitet. Wir benutzen Desinformation als einen Begriff, der verschiedene Phänomene beschreibt. Manchmal meinen wir Missinformation, manchmal meinen wir Propaganda. Und tatsächlich gibt es auch unterschiedliche Formen von Desinformation. Aber heute möchte ich über eine ganz konkrete Form von Desinformation reden und das ist die koordinierte, organisierte Desinformation, die einer größeren Strategie folgt und die auch von böswilligen Akteuren ausgeführt wird. Lassen Sie mich vorstellen, das ist Emmanuel der Emo. Emmanuel war eine Internetsensation im letzten Jahr.
Seine Besitzerin Taylor Blake, die eine Farm in Florida führt, hat kurze Videos von sich und Emmanuel produziert und hat die auf verschiedenen Plattformen hochgeladen. TikTok, Twitter, YouTube wahrscheinlich. Und Millionen Menschen haben sich diese Videos angeschaut. Die Videos haben begeistert, sie waren lustig und sie waren einfach auch sehr, sehr süß. Ende Juli fängt ein Hashtag Rest in Peace Emmanuel, Ruhe in Frieden Emmanuel, die Runden zu machen. 100 Accounts und sehr, sehr viel mehr Tweets verkünden das Ableben von Emmanuel, dem Emo. In der Slowakei trendete der Hashtag sogar für eine kurze Zeit. Das Problem dabei, es stimmte nicht. Emmanuel war wohlauf. Emmanuel wurde Ziel einer Verkaufsdemonstration. Ein Test, um die Fähigkeit einer Software zu demonstrieren, die verwendet werden kann, um Desinformationskampagnen durchzuführen. Der Name der Software war AIMS, Advanced Impact Media Solutions. Die Demonstration wurde von diesen drei Herren durchgeführt. Sie können hier ganz links können Sie Tal Hanan sehen, in der Mitte sein Bruder Soha Hanan und dann ganz rechts Mashi Maidan, die unter dem Alias Team Jorge operieren. Das Produkt, das Team Jorge verkauft, ist die Beeinflussung von demokratischen Wahlen, Manipulation der öffentlichen Meinung, Hacking und Desinformation. Und es ist ein sehr lukratives Geschäftsmodell. Für fast ein Jahr taten sich über 100 Journalisten und Journalistinnen und mehr als 30 Medienpartner zusammen, um als Teil der internationalen Storykillers-Recherche die Welt der Cybersöldner, der digitalen Manipulationsfabriken und der Desinformationsindustrie unter die Lupe nehmen. Anlass für die Recherche war die Ermordung der indischen Journalistin Gauri Lankesh, die über Desinformation und Beschränkung der öffentlichen Meinungsfreiheit geschrieben hat. Meine Kollegen, die israelischen Investigativjournalisten Gur Megiddo, Omer Ben-Jacob und der französische Journalist Frédéric Metteusot von Radio France, gaben sich dem Team Jorge gegenüber als interessierte Neukunden aus. Metteusot stellte sich als Berater eines wohlhabenden Geschäftsmannes vor, der großes finanzielles Interesse daran habe, eine Präsidentenwahl in einem zentralafrikanischen Land zu verschieben. Ein Service, das Team Jorge anbietet, für einen Millionenbetrag, ein bisschen teurer als sonst, weil die Zeit ein bisschen drängte. Es folgte ein monatelanger Austausch, in dem meine Kollegen ihre Undercover-Identitäten behielten. In insgesamt 5 Videokonferenzen, vielen verschlüsselten Chats und dann auch schließlich in 2 persönlichen Treffen, das sind Screenshots von diesen persönlichen Treffen, begannen die Journalisten mit dem Team Jorge einen Plan zu entwickeln, wie die angebliche Wahl zum Platzen gebracht werden könnte. Teil der Demonstration war auch die Software AIMS. Eine integrierte Lösung, um Fake-Avatare auf verschiedensten Online-Plattformen zu erstellen und diese zentral zu steuern. Avatare bilden das Rückgrat von Desinformationskampagnen. Avatare sind Online-Identitäten, welche auf verschiedenen Plattformen aktiv sind und welche dann benutzt werden können, um Online-Content zu erstellen, zu teilen oder auch mit anderen Accounts, seien es jetzt echte oder falsche Accounts, zu interagieren. Dies geschieht entweder automatisiert oder mit manueller Intervention. Ich plane jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einem dieser Undercover-Meetings zu zeigen, wo Tal Hanan zeigt, wie so ein Avatar erstellt wird. In diesem Fall eine Person oder eine Nicht-Person, die Sophie Wild heißt. Ich hoffe, es funktioniert technisch, aber schauen wir mal. Leider nicht. This lady is from Leeds, no, she's from London, yeah? And I do next. Already she has email, date of birth, everything. Now I want to put an image set. Okay, this one I like, I put this as profile picture, and I do next. Now I finish. I created Sophie Wild. She has a date, she has an email, she has picture set, everything. Huh? She even has a fingerprint, meaning when she connects to the internet, it will come from Chrome on this version on Windows. Now all her accounts
will be SMS verified. She can open Airbnb account, Amazon, Badu, Bolt, Burger King. Well, tell me what you want to open. Facebook. You said Facebook. Facebook. I get the phone number from UK. And now if I send SMS, I will get the SMS and I will get the call. So all our accounts are fully verified. Leider hat der Sound jetzt gerade nicht so gut funktioniert. Leichte Probleme. Aber was Sie gerade gesehen haben, ist halt, wie so ein Online-Avatar erstellt wird. Man sucht sich einfach aus, wo soll jemand herkommen, welches Geschlecht, welche Zugehörigkeit, welcher Staat, welche Region. Und dann klickt man sich quasi eine Person online zusammen. Die Bilder, die man hier gesehen hat, die sind alle gestohlen online. Die kommen sehr oft von anderen Social-Media-Plattformen oder sehr oft auch von Dating-Profilen oder Dating-Plattformen. Und was dann halt auch zu sehen war, ist, dass man kreiert eine Person, man gibt ihr quasi eine Historie, einen Rahmen und dann sagt man einfach, ich will diese Person auf Facebook haben, auf Burger King, Twitter und klickt sich das so zusammen, wie man das halt braucht. Während unserer Recherche konnten wir insgesamt 20 solcher koordinierten Kampagnen ausmachen und wir haben über 1800 solche Fake-Avatare gefunden und den betroffenen Social-Media-Plattformen auch gemeldet, die sie dann schlussendlich entfernt haben. Aber das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Team Jorge behauptet, oder sie geben sogar an, dass sie über 30.000 solche Avatare kontrollieren. Ich möchte jetzt zu einer anderen Recherche springen. Das ist auch so eine internationale Recherche, die vor einem Monat veröffentlicht wurde und vom Paper Trail in München und dem Spiegel koordiniert wurde. Die Recherche basiert auf einem Leak von NTC Vulkan, einer nach außen hin unauffälligen Softwarefirma mit Sitz in Moskau. Wir haben dann einen ganzen Haufen Dokumente bekommen, die aus dem Inneren dieser Firma stammen. Allerdings der Fokus dieser Firma liegt in der Entwicklung von Software für die digitale Kriegsführung und der koordinierten Desinformation des russischen Militärs und der russischen Geheimdienste. Über weite Teile hinweg lesen sich die Dokumente auch wie ein Wunschkatalog, was das Militär und die Geheimdienste gerne haben wollen. Und wieder finden wir Beschreibungen und Testprotokolle für eine Software, welche ermöglichen soll, Fake-Avatare auf unterschiedlichen Plattformen zu erstellen und zentral zu steuern. Der Name dieser Software diesmal lautet Amesit. Und auch hier konnten wir wieder reale Kampagnen finden und auch zuordnen. Dabei ging es meistens um eine für Russland vorteilhafte Umdeutung von Narrativen und eine Verdrehung von Tatsachen. Sei es der Tschetschenienkrieg oder der Abschuss von MH17 über der Ostukraine oder das Leugnen von zivilen Opfern russischer Bombenangriffe in Syrien. Wir können uns jetzt eine Kampagne ein bisschen näher anschauen. Nicht alle Kampagnen funktionieren nach dem gleichen Schema. Aber diese Kampagne ist recht klassisch. Es ist so, wie man sich eine Textbuch-Desinformationskampagne, die koordiniert und organisiert ist, vorstellen würde. Aber wir finden sehr, sehr unterschiedliche Kampagnen auch. Diese Kampagne lief im Mai 2016 und dauerte 2 Tage lang. Oft werden Kampagnen um eine zentrale Webseite herum aufgebaut. Diese Webseiten werden getarnt, manchmal als News-Webseiten, aber sie werden halt einfach für diesen Zweck auch erstellt. Und dann gibt es diesen Link und diese Links nennen wir Attack-Links. Die Sprache von so Desinformations-Researchen ist sehr, militaristisch manchmal. Hier sehen wir die Webseite, die im Zentrum dieser Kampagne steht. Es geht um die westlichen Reaktionen auf die Annexion der Krim durch Russland. Es wird behauptet, dass der ehemalige deutsche Konsul von Donetsk, Daniel Lissner, dazu auffordert, Russland aus der UEFA und dem Eurovision Song Contest zu verbannen. Weiters wird behauptet, dass der Sieg von Conchita Wurst beim Song Contest eine Antwort des Westens auf die Annexion der Krim war. Also der Eurovision Song Contest ist sehr wichtig in Russland anscheinend. Zentral auf dieser Webseite ist ein Foto eines angeblichen Briefes, der aus dem Papierkorb des Konsulats gefischt wurde oder angeblich gefischt wurde und den Daniel Lissner, der Konsul, an die NATO verfasst hatte. Bei diesem Brief handelt es sich um eine Fälschung. Diesen Brief hat es so nicht gegeben. 3 Kolleginnen der Dokumentation des Spiegels haben sich diesen Brief genau angeschaut, sowohl in der Form des Briefes als auch im Vokabular und in der Verwendung der deutschen Sprache wurden Ungereimtheiten gefunden. Und weiters haben wir beim Auswärtigen Amt in Deutschland angefragt und die haben uns schriftlich bestätigt, diesen Brief hat es so nie gegeben.
Die erste Verteilung dieser Fälschung findet über einen Burner-Account statt. Dabei handelt es sich um einen Account, der nur dazu dient, diesen Attack-Link zu posten. Dieser Account wurde nur für diesen Zweck erstellt und hat aufgehört zu posten, nachdem er fertig war. Dieser Burner-Account versucht auch Nachrichtenseiten anderer populärer Accounts direkt anzusprechen. Das Ziel ist es hier, diesen Link zu amplifizieren, zu verstärken, zu verteilen. Dieses Verhalten haben wir oft auch bei Tim Jorge gesehen. Tim Jorge hat sehr, sehr oft Obama angesprochen oder Oprah oder Kim Kardashian. Und es wird konstant versucht, diesen Attack-Link über Dritte weiter zu verteilen. Hier können wir sehen, es wird CNN angesprochen, Russia Today, was haben wir, Reuters haben wir und der FC Bayern. Zusätzlich verbreiten auch noch normale Avatare diesen Attack-Link. Wir haben fast 200 Avatare gefunden, die sich an dieser Kampagne beteiligt haben. Diese Avatare versuchen, diesen Attack-Link weiter zu verbreiten und zu amplifizieren. In diesem Fall benutzen sie Hashtags, um sich anzuhängen an schon existierende Social-Media-Kampagnen. In diesem Fall sehen wir Hashtag Merkel, Hashtag Donbass, Hashtag Crimea, Hashtag Syria. Schlussendlich wird das gefälschte Dokument weiter auf Blogs und Webseiten geteilt. Hier ist ein Beispiel von einem original russischsprachigen Live-Journal-Blog, aber ich habe ihn jetzt automatisiert ins Deutsche übersetzt. Wir haben mehrere dieser Blogs gefunden. Allerdings ist sehr wahrscheinlich, dass es sehr, sehr viel mehr davon gegeben hat. Ein großer Teil der Kampagne existiert wahrscheinlich nicht mehr. 2016 ist eine lange Zeit her. Sachen verschwinden auch oft. Kampagnen können sehr unterschiedlich ausschauen. Manchmal können wir eine Kampagne erkennen, aber wir können nicht verstehen, was ihr Ziel ist oder was ihr Inhalt ist. Aber wir können das Muster drumherum erkennen. Eine Erkenntnis, die wir aus den Vulkan-Files ziehen konnten, ist, dass Desinformation immer Teil einer größeren Strategie ist. Und für Russland ist Desinformation Teil der Cyber-Militär-Strategie. Überspitzt ausgedrückt, der russische Staat unterscheidet nicht zwischen dem Lahmlegen eines Stromnetzes und dem Posten auf Twitter. Diese Verzweigung von Hacking und koordinierter Desinformation haben wir auch bei Team Jorge gesehen. Egal, ob das Telegram-Konto eines kenianischen Politikpirates gehackt oder eben das Ableben von Emmanuel dem Emo verkündet werden soll, beide sind Taktiken mit den gleichen Zielen. Manipulation, Einfluss, das Verdrängen von Wahrheit und Realität. Desinformation ist eine Waffe und ob es uns gefällt oder nicht, sie wird auch als solche verwendet. Soziale Medien oder Online-Plattformen allgemein sind eine der einflussreichsten Erfindungen der letzten Jahrzehnte wahrscheinlich und sie haben zu umfangreichen Veränderungen in unserer Gesellschaft geführt. Leute lieben Plattformen wie Twitter, Instagram oder TikTok, aber sie haben diese Plattformen auch zu unbeabsichtigten Nebeneffekten geführt. Abstrakt gesehen, soziale Medien sind gigantische Maschinerien, die gezielt amplifizieren und uns unsere Aufmerksamkeit abverlangen. In den letzten 15 Jahren wurden sie aufs Äußerste optimiert. Das hat auch mit dem Geschäftsmodell von Social Media zu tun. Und das macht aber Social Media auch so interessant für koordinierte Desinformation. Wenn wir uns Ames oder Amicid anschauen, dann müssen wir leider erkennen, dass beides keine komplexe Software ist. Wenn es um Desinformation geht, braucht es nicht viel in der heutigen Social Media Landschaft, um weit zu kommen. Das Return of Investment für Betreiber von koordinierter Desinformation ist sehr hoch. Aber ich möchte jetzt auf zwei weitere technologische Veränderungen hinweisen, die das Potenzial haben, sehr relevant zu werden, wenn wir von Desinformation reden. Das ist auf der einen Seite Generative Models und das zweite ist Synthetic Media. Seit Wochen und Monaten werden wir alle mit Artikeln zu ChatGPT überflutet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann diese Artikel schon nicht mehr sehen. Und es ist eigentlich mein Beruf und ich forsche auch dazu, aber ich kann es wirklich nicht mehr sehen. ChatGPT ist, was wir ein Generative Language Model nennen. Vereinfacht gesagt, es generiert Text basierend auf statistischer Wahrscheinlichkeit. Es sieht ein Wort und dann macht es eine Berechnung, was das wahrscheinliche nächste Wort wäre. Aber Generative Models sind nicht nur auf Text beschränkt. Sie können auch Bilder generieren, sie können Audio generieren und sie können auch Videos generieren.
Wir alle haben in den letzten Wochen die Bilder vom Papst in dieser Fashion Balenciaga-Jacke gesehen oder Donald Trump, der sich seiner Verhaftung in Manhattan widersetzt oder eben das Lied von Drake gehört, das nicht von Drake ist. Synthetic Media nimmt all diese Möglichkeiten und verbindet sie. Das können von Maschinen generierte Artikel sein, welche mit von Maschinen generierten Bildern illustriert werden und in dem ein von einer Maschine generiertes Video eingebettet ist. Kein Mensch mehr muss an der Produktion beteiligt sein. Und der Traum davon ist es auch, dass diese Artikel on the fly generiert werden. Schon heute veröffentlichen sowohl CNET als auch BuzzFeed ganze Kategorien von Artikeln, die nur von Maschinen generiert werden. Aber natürlich eignen sich diese Möglichkeiten auch für koordinierte Desinformation. Vor 3 Tagen veröffentlichten Mackenzie Sadeghi und Lorenzo Avanitis einen Report, in dem sie 49 News-Webseiten identifizieren, die total, also komplett oder größtenteils von AI generiert worden sind. Die Webseiten sind so gestaltet, als würden sie von Menschen erstellt worden sein, aber sie verbreiten auch sehr, sehr viel falsche Inhalte. Zum Beispiel ein Artikel auf einer dieser Webseiten hat den Tod von Joe Biden verkündet und gesagt, Kamala Harris ist jetzt Präsidentin der USA. In diesem Fall sind die Motive rein finanziell gewesen, diese 49 Webseiten. Die Webseiten sind Content Farms, so heißt das, welche durch Werbung einfach Geld machen. Aber es braucht nicht viel Vorstellungskraft, um sich vorzustellen, wie böswillige Akteure diese Technologien verwenden werden, um für Desinformation, für ihre eigenen Zwecke sie einzusetzen, um dann viel ökonomischer und ein hundertfaches der Menge, die es heute existiert, um Desinformation zu generieren und auch gezielt zu verteilen. Generative Models und Synthetic Media werden innerhalb von Monaten zum Bestandteil, zum fixen Bestandteil von politischer Agitation und von Desinformation werden. Und wir sehen auch schon die Anfänge tatsächlich. Dieses Sujet wurde von Norbert Kleinwächter, der Abgeordneter der AfD im Deutschen Bundestag ist, auf Instagram verbreitet. Es zeigt eine Szene von mehreren Männern, alle mit dunklerer Hautfarbe. Es ist sehr aggressiv, als würde gerade irgendeine Gewalt stattfinden. Und es insinuiert, dass es sich bei diesen Männern um Flüchtlinge handelt. Das Problem daran ist, diese Szene hat so nie stattgefunden. Das Bild wurde aus dem Nichts generiert. Und wenn wir genauer hinschauen, können wir das auch erkennen. Wie alle bildbasierten Generative Models schauen diese oberflächlich sehr real wie echte Bilder aus. Erst im Detail können wir Fehler erkennen. Vor allem Hände und Teile der Gesichter sind dafür sehr anfällig. Hier unten eine Hand mit 6 Fingern und auch die Münder sind alle ein bisschen komisch. Aber wir müssen schon genauer hinschauen. Und nirgends gibt es einen Hinweis, dass dieses Bild generiert ist, dass es so nie stattgefunden hat. Dieses Bild wurde wahrscheinlich mit Midjourney generiert. Ein Generative Model, welches ähnlich wie DALL-E oder Stable Diffusion Bilder aus dem Nichts generiert. Diese Systeme geben einem die Möglichkeit zu beschreiben, was und in welchem Stil man sehen möchte. Innerhalb von Sekunden werden mehrere Varianten dieses Bildes generiert. Man kann sich dann aussuchen, was man haben möchte. Natürlich wurde das Bild auch auf verschiedenen sozialen Medien geteilt, hier zum Beispiel Facebook. Es emotionalisiert, es versucht absichtlich Angst einzuflößen und es bringt auch typische rassistische Stereotypen zum Vorschein. Meiner Meinung nach war das nicht zufällig. Norbert Kleinwächter hat bewusst darauf hingearbeitet, um genau diese Reaktionen zu erzeugen. Es zeigt, dass böswillige Akteure wie Norbert Kleinwächter sich nicht mehr darauf beschränken müssen, die Realität umzudeuten. Sie können sich eine Realität erschaffen, wie es ihnen gerade im Moment passt. Das Bild ist fake, genauso der Kontext darum. Aber die Reaktionen auf dieses Bild sind eben echt. Diese sind real und haben Auswirkungen auf uns, die Politik, Medien und die Gesellschaft. Die Kombination dieser 3 Technologien wird uns als Gesellschaft allgemein, aber auch uns Journalisten im Speziellen, vor große Probleme stellen. Es wird immer schwieriger werden, zu unterscheiden, was stimmt und was nicht stimmt. Es wird auch immer schwieriger werden, zu verifizieren, was auf einem Bild tatsächlich zu sehen ist. Generierten Text kann ich heute schon von der Form alleine nicht mehr von Menschen geschriebenen Texten unterscheiden. Die Verwendung von ChatGPT zeigt sich erst durch eine nähere Auseinandersetzung, eigentlich durch einen Faktencheck. Generierte Bilder können wir heute
durch oberflächliche Merkmale schon noch identifizieren, aber es ist sehr viel schwieriger geworden in den letzten 6 Monaten. Und ich bin mir nicht sicher, ob in 6 Monaten, ob wir dazu auch noch in der Lage sein werden. Generierte Videos befinden sich Gott sei Dank noch im Anfangsstadium und können meistens sofort als Fake erkannt werden, außer sie haben eine Post-Production-Phase auch. Es muss sich ja zeigen, in welche Richtung sich Videos entwickeln werden. Koordinierte Desinformation zurzeit kann eigentlich nur durch investigative Recherche entgegnet werden. Sei es, dass diese Recherche aus dem Bereich des Journalismus kommt oder aus der weiteren Zivilgesellschaft. Investigative und analytische Recherche ist im Moment das einzige Werkzeug, das wir haben, um Desinformationen zu trotzen und entgegenzutreten. Meiner Meinung nach wird sich darin messen, an der Qualität der Recherche, die wir betreiben können, ob wir koordinierte Desinformation, sei es von Tim Jorge, sei es vom russischen Staat oder sei es von Politikern wie Norbert Kleinwächter, etwas entgegensetzen können. Kein Gesetz und keine Regulierung wird den russischen Staat oder Tim Jorge stoppen. Leider machen es uns die Plattformen nicht einfach. Wir müssen diese Arbeit oft von außen verrichten. Es gibt immer wieder gute Zusammenarbeit zwischen Rechercheteams und Online-Plattformen, aber leider ist das nicht die Regel. Wir müssen in der Lage sein, ins Innere dieser Maschinen zu schauen. Wir müssen diese unabhängig erforschen und recherchieren können. Wir müssen diese Maschinen auch testen können, sei es Social Media, sei es Online-Plattformen oder sei es Generative Models wie ChatGPT. Ich möchte das an einem Beispiel demonstrieren eben. Das hier sind 2 Schlagzeilen, die ungefähr vor einem Monat veröffentlicht worden sind und beide innerhalb von 24 Stunden. Die erste Schlagzeile, Twitter takes its algorithm open source. Twitter hat Teile des Codes für seinen Empfehlungsalgorithmus veröffentlicht. Obwohl viele Details, wie und was veröffentlicht worden ist, kritisiert werden kann und sollte, für sich alleine gesehen, wenn man das jetzt einfach mal so isoliert, ist das schon etwas Gutes. Es ist ein Gewinn für die Transparenz auf alle Fälle. Allerdings die 2. Schlagzeile. Twitter announces new API pricing. Diese 2. Ankündigung ist extrem schmerzhaft für Researcher und Journalisten und Journalistinnen wie mich. Die Twitter API hat es mir erlaubt, mit Twitter zu kommunizieren und sie abzufragen. Und es war essentiell, um diese beiden Recherchen, die ich vorher beschrieben habe, durchzuführen. Der Plan von Twitter ist es, diesen Zugang abzuschalten und verlangt, dass ich von jetzt an zwischen 80.000 und $250.000 jeden Monat zahlen soll. Das ist natürlich unmöglich und wird jegliche zukünftige Recherche sehr erschweren. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht nur Transparenz brauchen, was großartig ist, aber wir brauchen auch Zugang zu den Mechanismen dieser Technologien, sei es eben Social Media oder sei es Generative Models. Das eine kann nicht ohne das andere kommen. Ich glaube, dass dieser Zugang und diese Transparenz auch im Interesse der Plattformen liegen kann. Noch ein letztes Wort, bevor ich schon zum Ende komme. Ich weiß und mir wurde auch schon vorgesagt, dass meine Vorträge manchmal sehr dystopisch klingen. aber das meine ich wirklich auch nicht so. Eigentlich bin ich ja sehr optimistisch gestimmt, was das betrifft. Aber es wird auf alle Fälle sehr, sehr viel mehr Anstrengung benötigen, damit wir in der Zukunft mit Desinformation umgehen können. Es ist ein Merkmal unserer Zeit, dass Teile der Politik, der Medien und auch der Gesellschaft Wahrheit und Fakten prinzipiell in Frage stellen. Einige nennen es eine Post-Truth World. Ich finde, diese Bezeichnung ist sehr unglücklich. Begriffe wie Wahrheit und Fakt gibt es noch immer und sie haben noch immer Bedeutung. Und ich glaube, es liegt an der Politik, der Zivilgesellschaft und natürlich auch uns Journalisten und Journalistinnen, mehr und neue Methoden sich auszudenken, um Fakten an den Tag zu fördern und um dieser Beliebigkeit gegenüber der Wahrheit entgegenzutreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Buschek. Wir werden natürlich im zweiten Teil unseres Panels darüber reden, auch über diese dystopischen Visionen. Jetzt darf ich Sie bitten, gleich da zu bleiben, Herr Buschek, einen Platz zu nehmen. Neben Kastor Buschek begrüße ich jetzt weitere 3 Gäste am Podium in alphabetischer Reihenfolge. Thomas Brüning, er ist Generalsekretär der Niederländischen Journalistenvereinigung. Bitte schön, ich glaube, das ist Ihr Platz. Sabine Frank,
Head of Governmental Affairs and Public Policy bei YouTube und sie ist dort verantwortlich für Mitteleuropa und Osteuropa. Sowie Oberst Walter Unger, Leiter der Abteilung, und ich lese das jetzt wörtlich vor, der Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik, Sicherheit und Cyberverteidigung im Heeresabwehramt. Das ist die offizielle Bezeichnung. Er ist quasi Österreichs oberster Cybersoldat, damit das so salopp sagen. Willkommen, Herr Oberst. Frau Frank, jetzt haben wir über Plattformen gesprochen. Eine einfache, wahrscheinlich, ja. Das ist überschaubar. Welche Verantwortung müssen Sie denn als Vertreterin einer Plattform wie YouTube übernehmen, um sich gegen diesen Bulk an Desinformation zu stemmen? Sie sind die einzige Vertreterin einer Plattform hier. Also haben Sie die Ehre, alle stellvertretend zu verteidigen? Komfortable Situation. Einen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich, dass Sie tatsächlich auch eine Plattform dazugeladen haben, um die Gesamtperspektive zu beleuchten. Ich will das aber viel ernsthafter sagen. Ich glaube, Ministerin Zadic hat vorhin schon sehr richtig gesagt, dass es uns als Gesellschaft insgesamt ja angeht. Und Teil der Gesellschaften sind wir als Unternehmen natürlich auch. Und deshalb haben wir natürlich auch einen Teil der Verantwortung, aber eben auch nur einen Teil der Verantwortung. Wie nehmen wir das wahr? Und ich würde sehr deutlich auch sagen, auch wenn Sie sagen, Sie sind die einzige Plattformvertreterin heute, das ist richtig, aber die Plattformen sind sehr unterschiedlich. Wir selbst sind gar kein soziales Medium als YouTube, sondern eine Video-Sharing-Plattform. Also ganz andere Logiken als die Kolleginnen und Kollegen bei Twitter oder bei Meta oder so. Und deshalb kann ich auch nur für das Haus sprechen, für das ich heute da bin. Ich hoffe, Sie verzeihen das. Wir als YouTube sind eine offene Plattform und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sozusagen auch in der Abgrenzung ein paar andere Plattformen. Das heißt, jeder Mann, jeder Frau hat die Möglichkeit, ihre eigenen Gedanken, Gefühle, Ideen mit der Welt zu teilen. Und das ist ein ganz wichtiges Gut und das haben wir auch bei Frau Ministerin am Anfang gehört. Und auch wenn viele sozusagen der Vision vielleicht auch ein bisschen zum Grübeln nachdenken lassen und ein bisschen dystopisch wirken, glaube ich, sollten wir uns auch die Errungenschaften trotzdem vor Augen führen. Und ich glaube auch die neuen Entwicklungen über Generative AI wird was sein, was sozusagen zwei Seiten hat. Na, wir müssen gucken, wie können wir das für uns als Gesellschaften positiv einsetzen und nutzbar machen und gleichzeitig die negativen Bereiche möglichst einhegen. Sie haben mich aber gefragt, wie gehen wir mit der Verantwortung um? Das machen wir letztlich mit vier Prinzipien. Ich habe vorhin gesagt, offene Plattform, das heißt aber nicht, dass alles erlaubt ist auf dieser offenen Plattform. Wir haben sogenannte Hausregeln, in denen wir sehr klar definieren, was auf den Plattformen erlaubt ist. Und da tauchen natürlich so Sachen aus wie Hate Speech ist nicht erlaubt, wir haben Kinderschutz als ganz hohes Thema, aber auch so Themen wie Impersonation, also so zu tun, als sei ich jemand anders, oder Deepfakes sind Sachen, die nicht erlaubt sind, und wenn ich das einsetze, ist das eine Verletzung sozusagen der Hausregel und wird natürlich auch geahndet. Wie schnell können Sie denn darauf reagieren? Es gibt ja eine Vorschrift, ich glaube die 24-Stunden-Regel von der EU. Müssen Sie als große Plattform noch schneller sein, innerhalb von 1,5 Stunden, wenn ein Vorfall gemeldet wird? Wie funktioniert das? Da sozusagen kann ich auf unseren Transparenzbericht verweisen, den wir vierteljährlich veröffentlichen, zu der Frage. Okay, dann kann ich Sie nicht angucken, wenn ich zum Mikro. Sie verzeihen. Ignorieren Sie mich bitte. Sie fühlen sich angeschaut. Genau, also im Transparenzbericht erläutern wir genau die Frage, die Sie gestellt haben. Ich glaube, noch viel entscheidender ist, statt die Frage, wie schnell geht das, wie wenig Leute haben Zugang oder Zugriff auf den Inhalt gehabt, bevor er entfernt wurde. Und von den 5,6 Millionen Videos, die wir im letzten Quartal entfernt haben, haben über 70% weniger als 10 Aufrufe erfahren. Und ich glaube, das ist eine Zahl, die vielleicht viel wichtiger ist, als haben wir das in einer Stunde oder drei oder fünf oder in 10 Minuten geschafft. Also das vielleicht zu Ihrer Frage. Aber neben der Entfernung will ich ganz kurz noch erläutern die anderen zwei Elemente, nämlich sozusagen das Hervorheben von qualitativ hochwertigen Inhalten und von Qualitätsmedien und Qualitätsinformationen. Ich glaube, das ist ja gerade, wir haben vorhin gehört, wie wichtig Journalismus ist, auch im Kampf gegen Desinformation, aber im Kampf von ganz normalen oder im Wahrnehmen ganz normaler journalistischer Informationen ist genau das wichtig und das können wir machen. Wir haben News Panels geschaffen auf YouTube, wo genau solche Inhalte
zentral wahrgenommen werden. Und das dritte Element ist, dass wir nennen das im Denglischen Borderline-Content, also Inhalte, die weder strafrechtsrelevant sind, noch gegen unsere Hausregeln verstoßen, aber nah dran sind. Da reduzieren wir die Sichtbarkeiten, weil die Inhalte haben natürlich eine Berechtigung, immer noch auf den Plattformen zu sein. Aber wir haben keine Verpflichtung, die Wahrnehmbarkeit zu erhöhen. Das ist ein total wichtiges Element, weil wir vorhin ganz kurz gehört haben, Rechtsrahmen und vielleicht auch sozusagen Rechtsrahmen, die problematisch sein können, vielleicht können wir in der Diskussion darauf eingehen, es wird Plattformen in manchen europäischen Rechtsrahmen eher erschwert, genau solche Instrumente einzusetzen, da sollten wir aufpassen. Und mein viertes und dann schließe ich auch, ist die Frage der Finanzierung. Also die Finanzierung von Inhalten ist ein Privileg. Also YouTube-Creator, wiederum, ich spreche nur für YouTube, für die ist es ein Privileg, sozusagen auch gegen ihre Inhalte monetarisieren zu können, das ist Werbung schalten zu können. Das heißt, da gibt es besondere Auflagen genau für diese Creator, um das machen zu können. Und das ist im Interesse der Plattform, es ist aber auch im Interesse der Werbetreibenden, die mich entgegen mancher Auffassung gar kein Interesse haben, ihre Qualitätsinhalte, ihre Markenartikel gegen Desinformations-Content geschaltet zu haben. Das heißt, weder wir als Plattform noch die werbetreibende Industrie will solche Inhalte befördert sehen oder refinanziert sehen. Das ist so vielleicht in aller Kürze so ein Rahmen, in dem wir uns bewegen. Ich kann nachher gerne noch was sagen zur Frage gezielte Desinformationskampagne. Da haben wir auch eigene Teams, die sich das angucken und sehr gezielt auch dagegen vorgehen. Aber mir ist gesagt worden, ich soll kurz sein, also versuche ich relativ kurz zu sein. Wir werden dann mit dem Thomas Brüning genauer an diese Frage der Regulierung anschließen. Aber zuvor noch, Herr Oberstunger, Sie beobachten ja die Lage mit einem breiten Blickwinkel. Sie schauen, was macht diese Desinformation mit unserer Gesellschaft, nehme ich an. Was beobachten Sie da momentan abseits einer einzigen Plattform? Was passiert da gerade? Gibt es Schwerpunkte, wo Sie sagen, das ist unser Hauptfluss, vor dem wir uns fürchten müssen oder den wir beobachten müssen? Ja, herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Hört man mich? Sehr gut. Super, danke. Ja, was berührt uns am meisten, was beobachten wir in den letzten 14, 15 Monaten, den Konflikt in der Ukraine, der wird auch im Cyberraum ausgetragen. Und wenn man sagt, Konflikt, der hat nicht 2022 begonnen, schon wesentlich früher. Unter anderem hat sich der auch im Cyberraum abgespielt im Rahmen von Informationsoperationen, die sind nicht nur gegen die Ukraine gezielt waren, sondern auch gegen den Rest Europas und der freien Welt. Und er war teilweise sehr erfolgreich. Wenn man schaut, vor einem Jahr hat man in Deutschland gefragt, wie viel der deutschen jungen Männer wären denn bereit, das eigene Land zu verteidigen. Wer weiß die Zahl? 15%, bitte. 15%. Das würde nicht reichen, falls man angegriffen wird. Ja? Und das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist die jahrzehntelange Friedenserziehung. Nein, dahinter stehen ganz konkrete Absichten. Das ist eine hybride Konfliktaustragung, die permanent läuft, die darauf abzielt, dass die Demokratien schwach sind. Aber wenn man heute darüber nachdenkt, warum ist eigentlich der Krieg so lange, weil ursprünglich hat man geglaubt, das wird in 14 Tagen, 3 Wochen vorbei sein, ja? Vielleicht deshalb, weil man unterschätzt hat, wie wehrhaft erstens die Ukraine ist und zweitens, weil man unterschätzt hat, wie schnell sich der Westen doch zusammenfindet zur Unterstützung. Und das auch mittlerweile doch einige, fast 15 Monate lang durchhält, nicht? Und in Kaufnahme von Nachteilen im eigenen Bereich. Ja? Das heißt, die ganzen Kampagnen zur Desinformation, zur Unterminierung der Demokratien, zur Schwächung der Demokratien mögen an der Oberfläche durchaus gelungen sein, aber in der Tiefe nicht, Gott sei Dank. Ja? Und das beobachten wir natürlich mit der allergrößten Sorge, dass vielleicht unsere Demokratien so schwach werden, dass sie sich nie mehr wehren können. Ja? Und da sind die technischen Entwicklungen, die mit diesen neuen Tools, diese Möglichkeiten, die da entstehen, die sind dramatisch. Ja? Und die Schlagzeilen, die ChatGPT macht, sind deshalb auch besonders wichtig.
jetzt sind wir wachgerüttelt. Nicht? Ich habe auf meinen Folien seit über 10 Jahren habe ich darauf hingewiesen, Artificial Intelligence wird unser Leben verändern und das ganz dramatisch. Bis Dezember war das eigentlich irrelevant. Jetzt sehen wir aber, da kommen Dinge daher, wo wir als Konsumenten und Empfänger von den Nachrichten keine Chance haben festzustellen, ob das wahr oder falsch ist. Das geht bei schlecht gemachten Dingen noch, bei guten geht es nicht mehr, außer man hat den Source Code, den hat man normalerweise nicht. Ja? Also, es stellt unser Leben auf den Kopf, nicht? Ich bin eingeladen worden zu einem Vortrag nach Deutschland und der Veranstalter hat den Einladungstext per ChatGPT gemacht. Perfekt, wer hat das geschrieben? Ja, ich entlasse meine Sekretärin. Das Programm macht es besser. Nein. Entscheidend ist der Punkt, ich habe auch einen sehr jungen Mitarbeiter, der noch studiert, sage, haben Sie Erfahrung mit ChatGPT? Sagt er, ja. Darauf sage ich, na, haben Sie schon Ihre Prüfungen damit geschrieben oder so irgendwelche Arbeiten gemacht? Sagt er, nein. Er hat seinen eigenen Code, den er programmiert hat, damit testen lassen. Gleichzeitig hört man, dass natürlich Prüfungsarbeiten gemacht werden damit, Seminararbeiten, sonstiges. Das heißt, das Umwälzende an diesen neuen Technologien ist, wir müssen uns überlegen, wie kommen wir drauf, was ist denn eigentlich noch wahr und was ist gefälscht. Über das werden wir später noch reden. Jetzt würde ich gerne bei dieser Demokratiebedrohung stehen bleiben, weil Europa hat das ja erkannt, mittlerweile eh spät, aber doch in den letzten 3-4 Jahren. Es hat eigene Teams gebildet, auch auf Kommissionsebene, damit man eben mit Desinformation umgeht. Und dann hat es sich zu ganz radikalen Schritten entschieden, wie eben Medien wie Russia Today oder Sputnik zu verbieten. Und der Thomas Bräuning ist ein heftiger Kritiker dieses Verbots und zwar durchaus aus sehr demokratischen Überlegungen heraus. Warum sind Sie als Vertreter der niederländischen Journalistenvereinigung so gegen dieses quasi europaweite Verbot von Medien? Sie haben ja auch dagegen geklagt, in großem Stil. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und für die hervorragende Keynote von der Christoph Buschek. Ich denke, er hat das sehr gut benannt, wie in welchen Zeiten wir auf diesem Moment leben und dass gerade die Mischung von der Aufmerksamkeit, die man über Social Media darstellt und die Kraft von künstlicher Intelligenz, das zusammen macht das natürlich eine Zeit, wo wir jetzt leben, wo die Verantwortlichkeit durch die Regierungen, aber auch durch die Betriebe sehr, sehr, sehr seriös genommen werden muss. Dazu kein Wort. Und dasselbe gilt natürlich die Maßnahmen, die genommen sind, wo wir dann was verein und gegengestellt haben. Und Entschuldigung für meinen Deutsch, weil ich habe natürlich nicht die natürliche Sprache, aber meine Frau ist glücklicherweise aus Deutschland. Also ich hoffe, ihr alle versteht mich. Und so nicht, dann muss man einfach sagen, dann versuche ich das in Englisch. Oder? Zu diesem Thema. Was wir glauben, ist die starke, die unabhängige Medien. Und die Kraft unserer eigenen Demokratie als Gegengewicht gegen aller Art von Propaganda. Und das heißt eine Sache, dass wenn man glaubt in die Demokratie, dann kann man nicht glauben, dass Regierungen, Minister, die Politik, der Staat, entscheidet, ob etwas Propaganda ist oder etwas nicht Propaganda ist. Das ist nicht die Sache der Politik, das ist nicht die Sache der Regierungen. Und das ist gerade passiert mit der Entscheidung von den europäischen Ministern, um zu sagen, wir schalten alles von RT und von Sputnik und dieser 6 anderen Sender ab, nicht nur im Rundfunk, aber auch auf das ganze Internet Europas. Und wer ähnlich wie, denke ich mal, alle gesunde Leute hier in Europa verstehen natürlich, dass was RT und Sputnik und die anderen Sender machen, ist kein Journalismus. Ist reine Propaganda. Aber es ist nicht die Entscheidung von den Regierungen, um das zu bedenken, um das zu entscheiden. Das ist die Entscheidung von unabhängigen Autoritäten, sowie Media-Autoritäten,
aber die gibt es noch nicht über das Bereich Internet. Die gibt es nur über das Bereich der Rundfunk. Und über das Bereich Rundfunk sieht man, dass für, zum Beispiel in Deutschland oder, und auch in Holland entschieden ist, dass RT und Sputnik keinen Platz bekommen haben auf die Rundfunkangebot, das die Leute in Holland und in Deutschland bekommen. Die haben einfach gesagt, diese sind keine Sendungen, das hat die unabhängige Autorität entschieden, das sind keine Sendungen, die man normalerweise als Nachrichten oder seriöse Sender sehen kann. Aber im Bereich Internet gibt es einfach keine unabhängige Autorität. Das kommt erstmal jetzt mit dem DSA, vielleicht mal, ne? Dass es eine Art Autorität gibt. Und in der Zwischenzeit haben die Regierungen gerade das gemacht, was sie nicht machen mussten. Und leider sind wir die Ausnahme Europas, dass wir deswegen zum Gericht gegangen sind, zum Gericht in Luxemburg, um zu sagen, okay, wir finden gleich wie euch, dass diese Sender keine Journalismus sind. Aber wir finden es vom Prinzip aus sehr, sehr wichtig, dass es nicht diese Regierungen oder die Minister sind, die diese Entscheidung machen. Sie wenden sich also gegen diese Art staatlicher oder überstaatlicher Zensur. Andererseits akzeptieren wir doch seit Langem, dass private Firmen ihre Art von Zensur ausüben, egal ob das Facebook oder auch YouTube betrifft, wenn Sie sagen, Inhalte, die sehr knapp an dem dran sind, was Sie in Ihrer Hausregel definiert haben. Also da rede ich noch nicht einmal von Regeln, die irgendwie ein demokratisches Gremium formuliert hätte. Wenn Sie also sagen, Sie schalten die Sichtbarkeit dessen zurück, was knapp an der Grenze liegt, dann machen Sie ja auch eine Art privater Vorauswahl, wie es eigentlich jede Zeitung in Wahrheit auch macht. Ja? Warum ist das jetzt besser oder schlechter, als wenn Europa sich entscheidet, etwas zu schließen, würde ich jetzt fragen. Ich finde das gleich problematisch. Ich denke, Google und Meta sind fast Monopolisten in ihrem Bereich. Ne? Und das heißt, dass gerade, ich finde das sehr gut, dass sie hier anwesend sind. Weil wenn man Fragen werde an Twitter, die werden hier nicht gekommen sein. Ne? Wir haben das oft probiert in Holland. Twitter kommt niemals, Meta kommt sehr schwer zu dieser Art Diskussion, Google kommt fast immer. Und das sagt etwas Positives, und gleich kommt etwas Negatives, aber das sagt etwas Positives über die Verantwortlichkeitsgefühl von Google. Aber am selben Zeit denke ich mal ehrlich, dass die Verantwortlichkeit von Google so groß ist, über diese Art Entscheidungen, das geht auch über das Suchen von Sachen. Ne? Jeder in Europa, zumindest in Holland, aber ich denke auch schon mal hier in Oostenrijk, ist abhängig von was man einführt in Google, um etwas zu suchen. Und das heißt, dass wenn Google hinter die Kulissen entscheidet, dass eines Priorität bekommt über das andere, das ist eine gigantische Verantwortlichkeit. Und das ist eine Verantwortlichkeit, die man eigentlich nicht an einem Betrieb, die sucht nach Profit, das ist normal, ne? Geben kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass es auch Gesetze gibt, die darüber etwas machen, dass diese enorme Machtposition, die die Betriebe haben, eingeschränkt wird. Und ich werde nur noch eines empfehlen, wenn ich darf. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, das ist der AI-Dilemma. Das ist eine YouTube-Sendung von Tristan Harris und Asa Raskin. Und die haben für 2 Monate, denke ich mal, eine Sendung gemacht über YouTube. Das sind die Macher von das Social Network, die Dokumentärfilm. Und gerade was die da sagen, ist, dass die Verantwortlichkeit über Social Media an einer Seite und was jetzt passiert mit ChatGPT und mit ihrem künstliche Intelligenz, zusammen, wenn es keine Gesetze gibt und richtig schnell, ne, diese gesamte Verantwortlichkeit einschränken, ja, dann wird wirklich Schlimmes passieren. Gut, reden wir später noch über Regulierung. Frau Frank. Ja, ich antworte sehr gerne darauf. Vielen Dank. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn Sie
Google ansprechen, zu unterscheiden die unterschiedlichen Dienste, die das Unternehmen anbietet. Also die Suche ist letztlich der Dienst, der im Prinzip nur sichtbar macht, was auf anderen Webseiten gehostet ist. Das ist sozusagen im Prinzip nur eine große Bibliothek, da ist aber kein Hosting-Service dahinter. YouTube ist was anderes, da sind wir der Hoster, die Inhalte werden von anderen Leuten quasi auf die Plattform sozusagen gelegt, dort verantwortet. Die Primärverantwortung liegt nicht bei uns, aber das Hosting liegt bei uns. Das heißt, die rechtlichen Rahmen, die wir da setzen können und aus meiner Sicht auch müssen, sind völlig anders. Sie werden bei der Google-Suche sehen, dass wir auch nach der Aufforderung der Kommission, RT und Sputnik und einige andere Inhalte runterzunehmen, haben wir einen Link gesetzt zu Lumen, wie wir das immer machen, wenn wir Aufforderungen von staatlicher Seite kriegen, bestimmte Inhalte runterzunehmen. Und dort haben wir auch genau darauf hingewiesen und gesagt, sozusagen, das war der Hinweis, letztlich findet man über die Lumen-Datenbank auch wieder sozusagen zurück zu den Seiten. Das ist die Transparenz, die wir gewährt haben. Das hat nicht jeder Mann, jeder Frau in ganz Europa gefallen. Das war uns aber wichtig sozusagen für den Transparenzbereich. Bei YouTube ist es aus meiner Sicht ein bisschen anders, eben weil ich gesagt habe, da sind wir Hoster, da sind wir viel mehr sozusagen der Inhaber eines Shops, wo wir auch die Bedingungen sozusagen des Ladens oder der Bibliothek sozusagen zu verantworten haben. Hier waren rechtliche Regeln angesprochen worden, die Inhalte, über die wir sprechen, Desinformationsinhalte. Und ich finde, Herr Buschek hat das vorhin richtig gesagt, es gibt so unterschiedliche Definitionen von Miss- und Disinformation, die jeweils ganz was Unterschiedliches sagen. Vielleicht da nur zum Hintergrund. Die allermeisten klassischen Missinformationen fallen gar nicht unter unsere Hausregeln. Also sie können den ganzen Tag behaupten, die Erde ist eine Scheibe und ihre Inhalte verbleiben den ganzen Tag und auch morgen noch auf YouTube. Erst dann wird es verletzend, wenn sozusagen eine Gefährdungssituation da ist. Und Gefährdungssituationen sind für uns typischerweise dann, wenn es Gesundheitsgefährdungen gibt. Deshalb gibt es sozusagen Policies Richtung Covid, also damals als behauptet wurde, Impfen hilft gar nicht und ne, was auch alles behauptet wurde, das hat gegen Hausregeln verstoßen. Jetzt rund um den Ukraine-Krieg fällt das unter eine Policy, die nennen wir A Major Violent Events Policy, wo wir große sozusagen valutative, also der Holocaust ist zum Beispiel eins, und also behauptet wurde, den Holocaust hätte es überhaupt nicht gegeben, verstößt das gegen unsere Hausregeln. Das Gleiche haben wir jetzt für den Ukraine-Krieg. Also wenn jetzt jemand behauptet, es ist alles nur eine Befreiungsmission und eine Nazi-Befreiung, dann fällt das unter die Policy, weil aus unserer Sicht es gesellschaftsschädigend ist, und zwar massiv gesellschaftsschädigend, solche Inhalte auf den Plattformen zu belassen. Insofern würde ich da denken, wir müssen doch differenzieren und gucken, was für eine Art von Desinformation es hier geht. Und nicht alles nehmen wir von den Plattformen. Haben wir Verantwortung? Klar. Glaube ich, müssen wir sie ausführen? Ja, solange Staaten nicht schnell genug sind, genauso schnell Gesetze zu diesen Themen zu erlassen. Mein Eindruck ist, also ich habe noch keinen europäischen Staat gesehen, der wirklich gewillt ist, Miss- und Disinformation erstens so zu definieren, dass es handhabbar ist, und zweitens daraus ein Strafrechtsgesetz zu machen. Wenn das der Fall wäre, dann würde ich die Kritik verstehen. Solange das nicht der Fall ist, glaube ich, sollten Gesellschaften eher, also es ist eher gut, glaube ich, für Gesellschaften, wenn Unternehmen die Verantwortung wahrnehmen. Darf ich das eben aufgreifen? Wie viel Desinformation muss eine Gesellschaft aushalten, weißt du, Buschek? Das ist wirklich eine zentrale Frage. Sie haben ja vorhin gemeint, es wird äußerst schwer sein, jetzt für den Normalbürger, die Normalbürgerin zu erkennen, wenn sie belogen wird. Ich nehme das Wort jetzt wirklich mal in den Mund, Lüge. Ja. Wie gesagt, ich glaube, es hängt davon ab, was für eine Art von Desinformation wir vor uns haben. Also die Kampagne, die ich jetzt beschrieben habe oder um die ich geredet habe, das waren wirklich, da war es eindeutig, dass andere Motive das Ziel waren. Und es war sehr leicht zu sagen, okay, das war nicht okay, was da abgeht. Also da geht es, Tim Koch hat teilweise so Kampagnen gemacht, wo sie so Schmutzkübelkampagnen über gewisse Leute gemacht haben oder halt versucht haben,
ökonomische Prozesse zu beeinflussen, indem sie halt zum Beispiel Desinformation streuen. Das sind sehr klassische Fälle und da kann man sehr schnell sagen, nein, das geht nicht. Aber als wir bei den Vulkan-Files recherchiert haben, dann haben wir auf der einen Seite mal diese wirklich staatlich gelenkten oder halt zu den Vulkan-Files attribuierten historischen Kampagnen gefunden, die sehr eindeutig waren, die auch sehr politisch waren. Aber in diesem Dunstkreis drumherum haben wir halt extrem viel aktuelle Propaganda und Missinformation und auch Desinformation gefunden. Und das war sehr, sehr schwierig. Wir haben nicht darüber publiziert, weil wir sie nicht den Vulkan-Files hundertprozentig zuordnen konnten. Also wir konnten den Akteur dahinter nicht bestimmen. Und dann war es für uns ein bisschen schwierig, das halt in diesem Rahmen zu publizieren. Aber was wir halt schon gesehen haben, ist, dass das wirklich ein sehr, sehr, sehr konfuses und ein sehr intensives Feld ist. Also das sind Akteure drin, hunderte Accounts, die teilweise 50, 60, 70, 100 Mal pro Tag posten. Und die sich wieder posten und die sich gegenseitig posten und sich gegenseitig verlinken und so weiter. Also wenn man sich da nur eine Stunde reinsetzt, dann hat man schon hunderte Accounts, die tausende und zehntausende Posts haben. Und wenn man dann nach einem Tag fertig ist, dann glaubt man gar nichts mehr. Also das geht mir so manchmal, dann braucht man so eine Stunde, um runterzukommen. Aber bei vielen dieser Sachen, also teilweise war es einfach wirklich reine Kriegspropaganda. Also viele Sachen waren auch wirklich so, wo ich gesagt habe, das ist jetzt verharmlosen, das verharmlost Opfer, das nimmt Opfern ihre Gerechtigkeit weg, also die Möglichkeit, dass sie Gerechtigkeit erfahren können. Und das ist für mich ganz eindeutig. Zum Beispiel die Kampagne, die wir in Syrien gesehen haben, die ich auch kurz erwähnt habe, da ging es darum zu verharmlosen, dass der russische Staat Zivilisten und Zivilistinnen bombardiert. Und ich habe zu Syrien gearbeitet und ich weiß, dass das nicht stimmt. Russland hat massiv bombardiert und es sind massiv viele Leute umgekommen durch diese Kampagnen. Aber dann dazwischen, zwischen diesen wirklich eindeutigen Fällen, gibt es auch viele Sachen, wo man sagen kann, ja okay, ist es moralisch verwerflich? Absolut. Aber ist es juristisch verwerflich? Nicht, dass ich ein Experte bin, aber schwieriger. Also da würde ich nicht in der Lage sein zu sagen, ja, das ist eindeutig für mich oder so. Es ist, ich darf falsche Sachen sagen. Das ist so. Und es ist auch gut so. Es ist, das ist Recht auf Meinungsfreiheit natürlich. Es ist geschützt dadurch. Und das macht es halt natürlich sehr, sehr schwierig, wo man die Grenze zieht. Ich glaube, man muss immer sagen, okay, was ist der Effekt davon? Was ist die Auswirkung davon? Was beeinflusst das? Wem beeinflusst das? Wenn wir von sagen, die Erde ist eine Scheibe, dann die meisten Leute lachen drüber. Es beeinflusst niemanden wirklich. Für manche Leute ist es sehr, sehr wichtig. Okay, kann man hinnehmen so, aber es macht zum Beispiel in meinem Leben keinen Unterschied. Aber wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so viel andere Desinformation, die tatsächlich einen Einfluss auch auf mein Leben, auf ihr Leben hat, da ist dann die Unterscheidung zu treffen, glaube ich. Thomas Freundin hat sich gemeldet. Ja, ich fand das Beispiel, das der Herr Buschek genannt hat, sehr interessant. Das Beispiel von Donetsk, von der Kundur, wo ein Papier gefälscht war. Ne? Und gerade das, ne? Weil ich glaube nicht, dass man Desinformation im Allgemeinen definieren kann und sagen kann, was wird dann über das Gesetz strafbar oder so. Aber dieser Beispiel war ein ganz guter Beispiel, wo jemand und ein Staat, aber auch eine Person, der Konsul, benachteiligt ist. Ne? Der ist benachteiligt, weil er ist ein Papier gefälscht, die er gar nicht geschrieben hat. Wenn man dann nachdenkt über das Fall, was gerade passiert ist mit Fox News in den Vereinigten Staaten, wo Desinformation ganz viel, ne, über diese Wählmaschine. Sind alle vertraut mit diesem Fall von Fox News, dass eben die gesagt haben, die Wahlmaschinen wurden manipuliert. Das hat sich die Firma nicht gefallen lassen und Fox News geklagt. Fox News hat so einen Einfluss wie sag mal Meta oder Google, wie YouTube, ne? Dass man natürlich ganz viele Leute damit, das ganz große Publikum eigentlich eine Falschung, ne, sagt, eine falsche Wahrheit. Und da ist, und das ist eine ganz wichtige Entscheidung, da ist gesagt, die Fox News wusste, ne, dass es eigentlich falsch war. Und die haben trotzdem, haben die Sendungen gemacht, haben die Leute darüber sprechen lassen, haben sie das Gefühl gegeben, okay, da stimmt etwas nicht. Die ganze Wahlen sind falsch. 800 Millionen Leute, 800 Millionen ist da bezahlt worden an Fox News, durch Fox News, da die diese Fehler gemacht haben. Und ich sage, am selben Zeit, wenn YouTube so eine Sendung verbreitet,
Ja, oder weil nicht alle haben natürlich die Macht wie Fox News, um so viele Publikum zu erreichen. Aber Meta oder YouTube oder Twitter haben die Macht über ihre Algorithmen, um ein etwas, was klein ist, was über diese Avatar in Welt gebracht wird, um das ganz groß zu verbreiten. Und gerade da kommt die Verantwortlichkeit für die Social Media Betriebe, weil die haben die Verantwortlichkeit, diese Fälschungen ganz groß zu machen und die Wahlen in ein Land einfach so zu beeinflussen. Darum geht es. Es ist einfach, diese Verantwortung wahrzunehmen, das muss man mich auch noch fragen, weil allein zu sagen, ich will das wahrnehmen und möchte gezielte, wirklich bösartige Desinformationen filtern, reicht ja nicht. Das geht auch nicht nur mit AI oder KI, wie man sagt bei uns, sondern sie brauchen ja auch sehr, sehr viele Menschen dazu, um das rauszufiltern. Ja, das ist so eine Sisyphus-Arbeit. Ja, genau, absolut. Das ist der richtige Begriff. Sind wir jemals am Ende? Nee, überhaupt nicht. Also es gibt eine, vielleicht neben dem, was ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht noch ein zweiter Aspekt. Es gibt innerhalb des Google-Unternehmens eine Gruppe, die nennt sich Threat Analysis Group, deren sozusagen Aufgabe, selbstgesetzte Aufgabe, es ist letztlich das Internet und sozusagen die Welt, in der wir leben, sich anzuschauen und zu gucken, was gibt es für Akteure, die bewusst mal, so ein bisschen wie Ihre Arbeit, glaube ich. Ne? Ja, aber das ist ja auch gut. Das ist ja ein Teil der Verantwortlichkeit, die so ein großes Unternehmen hat, dass da einfach Personal und technische Ressourcen reingesteckt werden. Was die machen, sind, dass sich 270 Gruppen ansehen aus 50 Ländern ungefähr und da sehr über Jahre hinweg sich sehr gezielt anschauen, was gibt es für Manipulationsversuche. Wir haben, ich glaube, im letzten Jahr 20.000 YouTube-Kanäle allein runtergenommen, weil festgestellt wurde, dass also gezielt manipulative Angriffe da sind. Es gibt ein vierteljährliches Bulletin, es gibt natürlich einen Austausch mit den Sicherheitsbehörden. Es gibt ein großes Interesse an einem weiteren Austausch, weil wir natürlich auch überhaupt kein Interesse haben, genau gezielte Desinformation irgendwie mitzubefördern. Wir werden ja auch attackiert. Ne? Der andere Schuh sind ja Cybersicherheitsaspekte und da sind wir nicht nur Teil der Netzinfrastruktur, sondern wir sind auch gezielt diejenigen, die auch attackiert werden. Also ich will damit sagen, es fließen erhebliche Ressourcen genau in diese Bereiche rein. Die Länder, wo wir am meisten, das können Sie eben diesem Bulletin auch entnehmen, wo wir am meisten Angriffe von sehen, und es wird Sie wenig erstaunen, in China und Russland. Gibt aber auch noch ein paar andere, die aber auch alle nicht so erstaunlich sind. Aber zu Ihrer Frage, unternehmen wir was? Ja, werden wir am Ende sein? Jemals? Ich glaube nicht. Was sehe ich noch als Möglichkeiten? Ich glaube, zwischen Sicherheitskräften und Unternehmen, die gewillt sind, damit zu wirken, enger zu kooperieren. Also jetzt ist ja mehrfach das Wort Akteure gefallen. Zu diesem Thema ist es immer möglich, weil Köster Buschig hat auch gemeint, oft merkt man die Akteure gar nicht, also findet man sie nicht heraus. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Sie haben ja auch das Problem, dass Sie oft den Effekt einer Aktion merken, aber nicht wissen, wer war es. Ja, ich glaube, die besondere Gefährlichkeit liegt ja an jenen Vorgängen, wo dahinter tatsächlich eine Strategie liegt. Nur weil irgendein Spinner behauptet, die Erde ist eine Scheibe, das regt ja keinen Menschen auf. Aber die besonders relevant sind, beispielsweise die wir vorhin gehört haben, da steckt dahinter eine Strategie. Und der Ausgangspunkt ist, jemand möchte seine Macht erweitern. Also es geht um die Machtprojektion. Ja? Und damit es leichter geht, werden parallel Informationsoperationen gefahren. Einfach um das Ziel weit wund zu schießen, einfach um die Unterstützer davon abzuhalten, zu unterstützen. Also Untergrabung der Demokratie, aber vorher schon erwähnt, auf der anderen Seite Sympathisanten zu gewinnen. Ja? Also die Krim war immer schon russisch, warum soll man das jetzt nicht besetzen? Das gehört ja eigentlich uns. Ja? Also wenn dahinter eine Strategie steht und das Ziel ist, wir wollen schauen, dass niemand die Ukraine unterstützt und die Ukrainer selbst gegeneinander sich uneinig sind, also die Gesellschaft spalten, und das dann mit entsprechender Energie betrieben wird, mit Trollfabriken, mit nachrichtendienstlichen Operationen, mit Verwendung modernster künstlicher Intelligenz, ja, aufbauend auf einer
genauen Analyse, was ist in dem Land ein Konflikt, worüber streiten die Leute und das dann entsprechend von außen verstärken. Das ist das, was besonders gefährlich ist und für Staaten gefährlich werden kann. Ja? Die Schwierigkeit ist, wie erkennt man das und wie arbeitet man dagegen an? Und das ist durchaus nicht nur wünschenswert, sondern sogar begrüßenswert und höchst positiv, dass die großen Internetgiganten selbst etwas tun, ihre Verantwortung wahrnehmen. Wir haben in Österreich nach den Wahlen 2016 in den USA, da ist erst einmal das Thema Wahlmanipulation so richtig hochgekocht. Es hat sich herausgestellt und es sind ja in den USA Prozesse gelaufen, wo einige Russen verurteilt wurden. Die sitzen nicht ein, weil sie nicht habhaft sind, ja, sie sind woanders. Aber klar feststand, die haben versucht, die Wahlen im Sinne eines Präsidenten, den wir dann leider alle gesehen haben und erlebt haben, zu manipulieren. Dann hat man in Österreich gesagt, wir haben demnächst auch Wahlen. Das müssen wir verhindern, das darf bei uns nicht passieren. Wir haben dann gesehen, Brexit, weiß man heute auch, dass da massiv manipuliert wurde. Oder Katalonien, französische Wahlen, deutsche Wahlen und so weiter. Dann hat man eine Arbeitsgruppe eingerichtet und die erste Maßnahme war, die leitenden Persönlichkeiten der Ressorts haben sich briefen lassen von den Technikern. Was kann man denn dagegen tun? Und man war der Meinung, man geht zum Digitalhofer ums Eck und kauft ein Tool und dann setzt man ein, da kennt man sofort, was Desinformation ist. Das ist halt leider nicht so. Es ist höchst komplex und mit dem Fortschreiten der technologischen Entwicklung wird es immer schwieriger. Also wir brauchen eine breite Palette von Gegenmaßnahmen. Wir müssen unsere Kinder so erziehen und uns selbst vielleicht weiterbilden, dass wir nicht alles kaufen, was so im Netz steht, sprich Kritikfähigkeit, das gesunde Misstrauen. Wir müssen schauen, wie können wir sehr rasch recherchieren, ist das Bild original oder hat man da eben den Papst mit irgendeinem Mantel mit einem künstlichen Produkt verhängt und macht ihm lächerlich, ja? Also technische Maßnahmen, wie erkennt man, das ist ein Avatar und das ist keine echte Person. Ja? Identitätsprüfungen sind gut, das kann aber alles ausgetrickst werden. Aber vielleicht gibt es eine Technik, die sagt, aha, der hat 80 Mal gepostet an dem Tag, wann hat der geschlafen, also das ist kein echter. Ja? Also es sind ein breites Bündel von Maßnahmen also notwendig, um einerseits das einzudämmen. Auf der anderen Seite, technisch allein werden wir das Problem nicht erschlagen. Wir brauchen also gebildete Menschen, kritische Menschen. Wir brauchen vielleicht auch Journalisten, die sehr kritisch sind. Das ist gerade, was ich sage. Und nicht vergessen, Check, Double-Check, Recheck und wie es das so schön heißt. Das findet man auch nicht immer. Siehe Fox News, ihr Beispiel. Also die müssen auch mit ihrer Verantwortung umgehen. Und ich sehe auch, die Notwendigkeit zu regulieren. Also ich persönlich war schon sehr froh, dass diese russischen Medien ihren Unsinn nicht mehr über ganz Europa verbreiten konnten. Ja, wie ist es denn heute der Nachrichtenkonsum? Nicht? Man schaut kurz hin und dann wirkt die Nachricht wie die Werbung, ja, subkutan. Sie wirkt einfach, weil man es halt dreimal, fünfmal am Tag sieht. Keiner überlegt, kann das stimmen oder manchmal kommt da ein Zweifel. Na, das ist sicher ein Schmarrn, was da erzählt wird. Wir haben aber keine Möglichkeit, das zu prüfen. Daher, wenn es diese Fake News gar nicht gibt, im eigenen Fernseher, am Computer, dann können wir auch nicht drauf reinfallen. Also in dem Sinne war ich dafür, dass diese großen Desinformationsorgeln einfach abgestellt wurden. Ja, ja, aber ich habe vielleicht noch nicht so gut erklärt, was das Unterschied ist zwischen wo unserem Prinzipium ist und weil ich bin natürlich die gleiche Meinung. Ich werde nicht froh sein, wenn ich die ganze Zeit im holländischen Rundfunk oder über Social Media ganz oft konfrontiert werde mit dieser Art Sendungen vom RT. Das ist nicht unser Punkt. Wir haben gesagt, es fehlt eine Autorität, eine unabhängige Autorität oder der Gericht, die das abschalten kann im Internetbereich. Das ist das Problem. Weil im Rundfunk werde, was Sie beschreiben, gar nicht passieren, weil wenn es eine gute, unabhängige Autorität gab,
weiß nicht, wie das in Österreich ist, dann wäre Sie meinen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen. Ja, genau. Ja. Dann werde dieser Sendung niemals so oft geschaut werden durch das Publikum. Und das ist gerade das Punkt. Und das ist, weil wir, und das ist ganz schwer für mich, sogar zum holländischen Politiker. Ich bin oft im Parlament in Holland und ich habe, glaube ich, zwei kleine Parteien überzeugt über unsere Grund, um zum Europäischen Gericht zu gehen. Die anderen Parteien, die haben alle die gleiche Meinung, die haben gesagt, ja, aber wir werden doch nicht diese russischen Sender unterstützen. Aber das machen wir auch nicht. Eine Frage noch an den Christo. Was Sie ja beispielhaft gezeigt haben, diese Desinformation wird ja auch zunehmend privatisiert und kommt von großen Firmen. Wie groß ist denn dieser Markt aus Ihrer Sicht, dieser Desinformationsmarkt, der offenbar nicht nur Millionen, sondern wahrscheinlich Milliarden schwer ist? Nämlich abseits der staatlichen Akteure, die vielleicht die Leistungen dort sogar buchen, Crime as a Service oder Desinformation as a Service, mehr oder weniger. Ja. Also ich kann keine Zahl beifügen. Ich kann das nicht sagen, sind es jetzt 100 Millionen, sind es eine Milliarde, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass es ein sehr aktives Feld ist mit sehr vielen verschiedenen Akteuren, die kommerzielle Services anbieten. Und teilweise sind diese Services auch sehr unterschiedlich. Das Problem, das wir haben oft, ist, dass die Unterschiede zwischen einzelnen Firmen manchmal sehr, sehr subtil sind und dass manchmal der Unterschied zwischen einer Marketingfirma und einer Firma, die Desinformation anbietet, sehr, sehr gering sein kann. Also das kann sehr schnell eins und das andere oder das andere sein. Also wir haben zum Beispiel in der Storykillers-Recherche im Team Koch ist ein sehr klarer Fall. Also die haben wirklich illegale Methoden angewendet teilweise auch und sie waren ganz eindeutig und gesagt, wir manipulieren Wahlen, gibt es uns Geld. Es ist nur eine Frage des Geldes und wir können dann den Ausgang der Wahl bestimmen. Aber wir haben uns auch andere Firmen als Teil dieser Recherche angeschaut, wo es andere Methoden waren. Zum Beispiel haben wir uns eine Firma angeschaut, die quasi im Auftrag für große Konzerne sehr viele Briefe an Google geschrieben hat, um Content verschwinden zu lassen. Also ihr Businessmodell war halt einfach nicht jetzt wirklich Desinformation zu streuen, aber halt einfach Informationen wegzunehmen. Und irgendwo ist das auch eine Form von Desinformation wieder. Man verzerrt quasi das Bild von dem, was tatsächlich eigentlich existiert. Ist es jetzt illegal? Nein, sie haben einen Mechanismus verwendet, der so geschaffen ist und der auch so funktioniert. Aber die Intention dahinter definitiv ist sehr, sehr problematisch. Und der Service, den sie angeboten haben, war auch ganz eindeutig, wie sagt man im Deutschen, so ein shady Service. Und der war definitiv dafür aus, damit sich halt große Firmen reinwaschen können. Aber da gibt es halt vieles auch dazwischen, also alles möglich von wie man beeinflusst. Also zum Beispiel, wir haben Firmen angeschaut, die gezielt versuchen, Journalisten und Journalistinnen zu rekrutieren und ihnen quasi den Stories geben, um dann wieder quasi die Meinung zu beeinflussen. Und tatsächlich ist Teil der Storykillers-Recherche, ein sehr, sehr berühmter französischer Journalist hat zurücktreten müssen, hat seinen Job verloren, weil er Stories angenommen hat, die ihm gesteckt worden sind, die aber auf Desinformation beruht haben. Das macht es halt sehr, sehr schwierig. Wie groß ist die Industrie? Ich glaube, sie ist größer, als wir es wahrhaben wollen, weil sie auch sehr schwer zu fassen ist, weil sie auch so viele verschiedene Elemente umfasst. Und ich glaube, wir natürlich stellen uns ein bisschen ins Europa vor, aber wir müssen uns vorstellen, das sind ja Operationen, die laufen auf der ganzen Welt. Also wir müssen uns das sehr, sehr viel größer anschauen. Jorge hat in Afrika sehr viel operiert, aber auch Jorge hat drei Regeln gehabt. Nicht in den USA, aber wir wissen, das stimmt nicht ganz. Nichts mit Putin, nicht in Israel. Das waren ihre drei Regeln. Alles andere ging. Und ich glaube, da gibt es einige solche Firmen. Ich würde gerne noch eins aber auch dazu sagen, in dem technischen, diese Frage von Technik, brauchen wir technische Lösungen. Das ist etwas, was ich vor allem sehr, sehr oft gefragt werde, weil ich natürlich auch aus dem technischen Hintergrund habe. Und ich glaube, es ist schwierig oder wir sollten nicht uns darauf verlassen, dass wir Technologie haben werden, um damit umzugehen. Es ist ein weiteres Problem. Wir brauchen natürlich Werkzeuge, aber die Sache ist, wenn wir uns auf Werkzeuge verlassen, das ist unsere Strategie, dann werden wir immer einen Schritt dahinter sein. Weil wir können immer erst Werkzeuge erstellen, wenn es etwas anderes schon gibt. Und dann können wir ein Werkzeug bauen, um damit umzugehen. Das wird so nicht funktionieren. Es braucht verschiedene Möglichkeiten, es müssen viele Sachen zusammenkommen. Also zum Beispiel, es ist auch nicht eine rein technische Lösung, die wir brauchen. Programmierer haben uns den Mist eingebrockt, aber sie können uns auch nicht raushelfen.
Also, aber sie sind ein Teil der Lösung. Aber es braucht mehr. Es braucht Historiker, es braucht Journalisten, es braucht alle möglichen Berufe, die zusammenkommen, um mit dieser Situation umzugehen, weil sie ein gesellschaftliches Problem ist. Und eins wollte ich noch sagen, auch wegen den Plattformen. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel, dass Meta im Jahr der Effizienz ganze Teams streicht. Und die Teams, die als erstes gestrichen worden sind, waren eben diese Teams, die mit Desinformation umgehen müssen. Das Interessante daran natürlich ist, dass sich Meta jahrelang gewehrt hat, so etwas zu etablieren und es erst den Genozid in Myanmar stattfinden hat müssen, bevor Meta sich bewegt hat und diese Teams eingerichtet hat. Jetzt sagen sie, brauchen wir nicht mehr, wir machen nur noch automatisierte Werkzeuge. Jetzt bin ich gerade an der Recherche dabei und ich kann nicht so viel sagen, worum es geht, aber ein Teil, das ich sagen kann, ist, dass wir schauen uns Inhalt an auf ein Social Network, das von Meta geführt wird. Und was wir erkennen ist, dass diese Inhalte werden schon entfernt und es ist auch nicht im Interesse von Meta, dass diese Inhalte dort sind, aber wir sehen einen Unterschied, welche Inhalte automatisiert entfernt werden und welche nicht. Also diese Systeme können eins sehr gut erkennen, sagen wir jetzt einmal zum Beispiel LGBTQI-Bashing, wird sehr, sehr schnell erkannt, ist darauf trainiert, Sachen verschwinden und wir sammeln sie und bevor wir es uns wieder anschauen können, sind sie teilweise schon weg. Auf der anderen Seite, hardcore antisemitische Neonazi-Sachen, Wochen und Monate lang bleiben die dort und werden nicht entfernt. Und das ist der Unterschied, das ist ein Problem natürlich. Wenn wir uns auf automatisierte Werkzeuge verlassen, dann funktioniert das nicht, weil dann bleibt eins, wird vielleicht entfernt und ist super, aber das andere nicht und es muss beides entfernt werden. Als Knowing Machine Fellow kennt natürlich der Christoph Buschig auch die Grenzen der Maschinen, was ja auch ganz wichtig ist, damit man sich nicht Hoffnungen macht, die dann nicht erfüllt werden können. Bevor Sie jetzt als Publikum frage, ob Sie Fragen haben, gibt es noch einen Beitrag von der Frau Frank. Genau, ich wollte eigentlich auch nur zustimmen und sagen, absolut, Maschinen alleine werden das nicht lösen. Und ich glaube, und das wirkt vielleicht auch ungewöhnlich von der Vertreterin eines Unternehmens, die in dem Bereich sind, aber es wird nur die Kombination Mensch-Maschine sein. Bei uns sind 20.000 Leute, die in dem Kontext arbeiten, in dem breiten Kontext. Insofern geht nur die Kombination. Das ist auch, was Sie sagen, ist total richtig. Und wir haben es gesehen zu Anfang Corona-Zeiten, wo wir bewusst Leute nach Hause geschickt haben, weil wir alle erkrankt sind, aber auch entschieden haben, dass Menschen zu Hause Inhaltemoderation nicht machen sollen. Und dann haben wir entschieden, die technischen Systeme schärfer zu schalten, also mehr Inhalte quasi auch automatisiert runterzunehmen. Und Sie können auch in den Transparenzberichten sehr eindeutig sehen, dass die Beschwerde und die Appeals und die Reinstatement-Quoten sofort hochgegangen sind. Zeigt also, dass die Maschine genau diese Nuancen nicht kann. Spam super, Kindesmissbrauchsinhalte verstehen Sie gut. Phishing-Sachen wird gut erkannt. Also es gibt Bereiche, die total gut erkannt werden. Sobald Nuancen drin sind, echt schwierig. Und deshalb werden wir als Menschen immer gebraucht werden. Deshalb setzen wir nur auf den Ansatz. Deshalb auch vielleicht den anderen Punkt, den Sie gebracht haben. Da gibt es gezielt Kampagnen, um Beschwerden einzureichen. Und sozusagen, das könnte ein goldener Weg sein. Auch da wiederum. Ich glaube, es sind 95% oder 98% der Inhalte, die wir entfernen hinterher, die über automatisierte Systeme von uns selbst gemeldet werden. Also der Teil der Beschwerden der Inhalte, die hinterher entfernt werden, die menschlich gemeldet werden, ist relativ gering. Das heißt, das, sozusagen rein statistisch ist es kein erfolgsversprechender Weg, zu Recht und sehr richtig, und zeigt aber vielleicht auch, dass zumindest bei uns sehr sensibel auch damit umgegangen wird. Ich wollte noch DSA sagen und Beschwerden. Zeigt ja auch der DSA, man gibt ja genau den Rahmen vor, dass Beschwerdesysteme zu Recht angeboten werden sollen, müssen demnächst ab für uns Großunternehmen ab dem 24. August diesen Jahres. Wir haben solche Systeme natürlich schon lange da, aber ich glaube auch das ist was, wo einheitlich Transparenz und einheitliche Systematik von Unternehmen aufgebaut wird, dass wir also sozusagen sehen, das muss da sein, Menschen werden gewöhnt auch, Inhalte zu melden. Genau, das ist, glaube ich, wichtig als dieser Teil, aber auch um zu sagen, wir könnten das gar nicht abschalten. Also wenn wir denken, das ist ein gezielter Weg, irgendwie sozusagen Kampagnen gegen Leute zu steuern,
Menschen aufzufordern, Beschwerden loszutreten, also schaltet mal die Beschwerdesysteme ab. Das ist nichts, was wir könnten, weil wir gesetzlich auch verpflichtet werden dazu oder verpflichtet worden sind dazu. Ein letztes würde ich gerne noch sagen, nämlich die Frage, und Sie hatten es aufgegriffen, wir können Abwehrkämpfe führen und werden sie führen all unser Leben lang und trotzdem müssen wir einen Schritt nach vorne auch gucken. Und für mich ein wichtiger Erkenntnis war auch, also YouTube ist die einzig offene, verfügbare Plattform in Russland noch. Das heißt, Oppositionspolitikerinnen, NGOs nutzen natürlich die Plattform, um auch da sozusagen die richtige Seite der Geschichte zu erzählen. Und das scheint mir auch ein wichtiger Aspekt zu sein. Also Plattformen sind in autoritären Regimen wirklich wichtig, um sozusagen Freiheit und demokratische Prozesse auch mit zu ermöglichen. Das ist nicht die einzige Lösung, nur weil, wenn wir manchmal so sehr negativ diskutieren, sollten wir den Teil nicht vergessen. Und das gilt nicht nur für Russland, sondern es gilt natürlich für weite Teile sozusagen der nicht-westlichen Welt, wo genau solche Problemlagen da sind. Und Medienkompetenz ist ein Schlagwort, was wir alle immer in diesen Panels bringen. Und so abgedroschen es ist, so richtig ist es natürlich auch. Mir erscheint es nur wenig systematisch in zumindest den Ländern, die ich so überblicken kann in Europa, wirklich eingeführt. Also seit 15 Jahren sagen wir alle, aber Medienkompetenz und die Kinder und auch wir Erwachsene. Wir wissen ja, dass das sozusagen meine Generation ist, die statistisch am meisten an Misinformation und Disinformation glaubt. Das sind nicht die Jugendlichen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wie erreichen wir uns denn eigentlich? Und da gäbe es natürlich Mittel, aber nutzen wir sie außer in den Sonntagsreden noch zu wenig, finde ich. Also wenn wir da mal zusammenkommen könnten und die nächsten realen Schritte gehen könnten, glaube ich, wäre uns allen geholfen. Wir haben es uns bei den ISPA-Foren und auch beim Internet Summit so zur Gewohnheit gemacht, dass wir mittendrin, ganz in der Mitte sind wir nicht mehr, ja, über der Hälfte, das Publikum fragen, falls es Fragen stellen möchte. Eines sehe ich schon links hinten. Bitte. Es gibt ein Mikrofon, wenn Sie sich bitte nur kurz vorstellen. Balfinger, mein Name, Freelancer. Da verliere ich den Faden und Ihre Zeit. Ist schon passiert. Wenn ich höre Medienkompetenz, ja, ich höre Ethikkompetenz, ich höre Gesundheitskompetenz, ich höre Wirtschaftskompetenz, ich höre Geldkompetenz, also da werden wir nie fertig. Ich mir fiele keine Lösungen, was die Bildung oder die Konzeption des Unterrichts betrifft. Ich habe einen Punkt, der würde eigentlich unter Allfälliges gehören. Den Punkt Allfälliges gibt es aber nicht, darum sage ich es jetzt, Herr Oberst. Sie haben gesagt, in der Ukraine hat es länger gedauert als die viel befürchteten 14 Tage, weil der Westen sich einig war. Ich möchte nur aus moralischen Gründen hier herinnen sagen, diese Einigkeit des Westens, ja, das muss man schon unter 6 Anführungszeichen schreiben, Deutschland hat sehr schnell reagiert und hat am 25. Februar 5.000 Helme geliefert in ein Nachbarland, um die dort abholen zu lassen. Und man muss auch da herinnen einmal ganz klar sagen, weil es immer sehr viel schräge und kritische Sicht gibt. Ohne die USA würden die neue russischen Truppen, die die russische Welt und das russische Imperium herbeiführen sollen, bereits an der polnischen, moldawischen Grenze oder darüber. Ja, und ohne die Aufklärung Großbritanniens und heldenhafte Unterstützung von den kleinen baltischen Staaten etc. Wäre die Welt heute bereits in einer neuen Unordnung. Und wenn ich an Österreich denke, bitte erlauben Sie mir den Nebensatz auch noch, unsere Neutralitätsdebatte nicht. Also da kann ich überhaupt nur schmunzeln über diese Form der Neutralität, wo man offenbar ein bisschen auf die Geschichte vergisst und auch darauf vergisst, was gewesen wäre, wenn die USA im Zweiten Weltkrieg neutral geblieben wären und alle Gegnerstaaten Deutschlands, Reichsdeutschlands damals untergegangen wären. Entschuldigung, dass ich vielleicht ein bisschen vom Thema abgewichen bin. In Zeiten wie diesen. Herr Oberst, gibt es was dazu? Sehr viel. Sehr viel gibt es. Ich würde trotzdem, nachdem es vom Thema abweicht, aber dringendes Bedürfnis war, kurz antworten. Die Neutralitätsdebatte wird ja in Österreich nicht geführt. Nicht? Schon, nein. Anders wie in der Schweiz, muss man dazu sagen. Dort wird sie geführt. Wenn Sie mich fragen, ich war schon als Kind goschert und wenn ich dann in der Schulhof was auf die Rübe bekommen habe, bin ich immer zu meinem großen Bruder gegangen. Nicht? Der hat mir dann geholfen. Ja. Wir sind ein kleines Land, das muss jedem hier klar sein. Nicht? Wir haben das Militär jahrzehntelang vernachlässigt und es darf sich keiner die Illusion hingeben, dass das Militär was verteidigen kann bei uns. Ja. Es kann viel, mehr als Feuerwehr und andere,
Aber Landesverteidigung ist leider lang vorbei. Und der Umschwung, ob der gelingt, wird man sehen, aber Sie müssen damit rechnen, vor 10 Jahren ist da nichts Gescheites aufgebaut. Ja? Wenn Sie wollen, können Sie mir auch zitieren, das wird dann morgen wieder eine auf die Rübe geben, aber das halte ich aus. Ja? Und im Cyberbereich, bitte, auch da gibt es die Illusion bei Unternehmen, im Kriegsfalle kommt dann der Soldat und verteidigt die Server und sonstiges bei den Unternehmen. Das können Sie vergessen. Ja? Die gibt es nicht. Die paar, die wir jetzt haben, die brauchen wir, um unser eigenes System am Laufen zu halten. Sonst kommt überhaupt kein Soldat mehr. Nicht einmal zum Borkenkäfer einsammeln. Ja? Also das, der Punkt Neutralität, das andere sehe ich nicht so negativ wie Sie. Also ich war eher positiv. Ja, ja, da haben wir. Das müssen wir wirklich später besprechen. Wir müssen wir später besprechen. Eins ist Faktum: nicht? Niemand hat damit gerechnet. Obwohl die Amerikaner gesagt haben, am 24. Februar ist es soweit. Ja? Der erste Termin war 12. oder 13. Jänner. Dann hat man den Kalender geschaut, was war gleich danach. Olympische Spiele in Peking, die kann man nicht verärgern, in die Show stellen mit dem Krieg. Ja? Und der nächste Termin war 24. Februar. Aber fast niemand hat das glauben wollen. Ja? Und danach das ist auch interessant. Entschuldigung, wenn die Informationen nämlich richtig sind, glaubt es dann auch keiner. Ja, natürlich, weil das so nach 70, 80 Jahren Frieden ist das unvorstellbar. Also ich habe es bei meinen Töchtern gesehen, die nicht mehr ganz jung sind, die konnten das nicht glauben, was da im Zeitbild kam. Normal schauen sie das nicht an, aber an dem Tag haben sie geschaut. Das war einfach unvorstellbar. Und dann muss man sagen, wir kennen alle die Abläufe in einer Demokratie und in Europa. Da sagen alle, das ist ein Schmarrn, wie langsam das geht. Aber der große Vorteil ist, die Interesse der überwiegenden Mehrheit wird dadurch gesetzt und nicht so wie in Nachbarländern von uns, wo ein Kleiner alles bestimmt und alle anderen müssen hinterherhupfen und in anderen Staaten, die etwas weiter weg sind. Das mag eine Schwäche sein. Vor allem deshalb, weil man auf das nicht gefasst war und das sich nicht vorstellen konnte. Beim nächsten Mal wird man hoffentlich entsprechende Notfallkonzepte haben. Trotzdem sage ich, dass die Reaktion relativ schnell war, dass manche Länder länger gebraucht haben. Und dann stellt man sich vor, wir liefern gleich Tausende von Panzern. Die gibt es ja gar nicht in Europa. Die hat man alle abgebaut in den letzten 30 Jahren, bitte. Jeder war froh, dass es keinen Krieg mehr geben wird. Die Geschichte ist zu Ende gebracht, hat irgendeiner gesagt. Wir brauchen das nicht mehr. Ja, auch bei uns war das so. Nicht? Beim Militär wird gespart, aber wenn gar nichts mehr da ist zum Wegsparen. Ja? Also, ich muss es ganz diplomatisch oder undiplomatisch wieder zurückführen zum Hauptthema. Letzter Satz, was soll denn geliefert werden, wenn nichts da ist? Aber insgesamt muss man sagen, bin ich positiv überrascht, dass diese Reaktion erfolgt ist und dass sie so lange durchgehalten wurde. Es gibt noch eine Frage rechts zum Thema Infowar. Ja, Andreas Schildberger, Internetstiftung. Zuerst einmal vielen Dank an alle für die interessante Information. Meine Frage richtet sich aber konkret an Sie, Frau Frank. Ich muss mich jetzt outen, ich bin ein regelmäßiger Konsument von YouTube-Inhalten und Sie sind indirekt daran schuld, dass ich manchmal, wenn ich Mitternacht dann endlich mit meinen Mails fertig bin, noch eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Computer sitze, obwohl ich eigentlich längst schlafen gehen will. Und neben zum Teil sehr guten Inhalten liegt es auch in einem aus meiner Sicht exzellenten Vorschlagssystem, das mir immer wieder genau das liefert, was verhindert, dass ich abdrehe. Das ist ein Teil Ihres Geschäftsmodells, das ist mir auch völlig bewusst und ich schätze das auch sehr. Ich halte es aber auch für eine Gefahr, und habe einmal bewusst ein Experiment gemacht, in dem ich immer das angeklickt habe, was nicht meinem Meinungsbild folgt, um aus der Echokammer rauszugehen, so wie man das im Konfliktmanagement nach Sprenger zum Beispiel auch durchaus mal tun soll. Und dann wird es eigentlich sehr schnell extrem manipulativ, sehr bedrohlich. Und wir haben dann eine Situation, wo eigentlich Videos, die Sie glaubwürdig dargestellt, eben ja auch sehr intensiv mit viel Personalaufwand bekämpfen, wirklich auch ganz stark protagiert werden. Haben Sie je daran gedacht, zum Beispiel hier disruptiv vorzugehen und mal aus der Echokammer heraus eine ganz andere Meinung bewusst einzublenden, um eine andere Perspektive für Konsumentinnen zu eröffnen? Bitte. Ja, bitte. Also kann natürlich Ihr sozusagen Einzelbeispiel ganz schwierig kommentieren. Kann das jetzt nur so hinnehmen oder annehmen, dass es so ist und
Wir haben vor einigen Jahren tatsächlich den Algorithmus verändert, um eigentlich auch das hinzukriegen, was sie wollen, aber was gegen ihre persönlichen Erfahrungen offensichtlich gerade gelaufen ist, nämlich das Erfahrungsfeld von Menschen zu erweitern und nicht immer more of the same zu machen, sondern gerade bei politisch relevanten Inhalten sagen, ein bisschen in the mix zu geben. Das ist nicht so ganz einfach, weil wir sind ja nicht diejenigen, die Editorial Responsibility haben. Und das wollen wir auch nicht und das können wir auch nicht. Das heißt, es sind immer nur so Nuancen, die wir sozusagen da reingeben können. Es gab tatsächlich, das ist nicht bei Google, sondern bei YouTube, sondern ein Google-Teilbereich, Jigsaw heißen die. Das ist ein wissenschaftlicher Arm letztlich, die Experimente machen, wo ein Experiment auch genau das war, das ging gar nicht so sehr um oder überhaupt nicht um YouTube, sondern im Suchbereich, ob man alternative Sachen vorschlagen kann. Da ist die Frage aber immer, mit welchen Stichworten und wer sagt uns dann am Ende, was die richtigen Ergebnisse sind, die da eingeblendet werden sollen. Das heißt, da ist halt entschieden worden, genau das nicht zu machen, weil sonst sind wir das Wahrheitsministerium, dass die Ministerien hier am Ende auch gar nicht sozusagen selbst sein wollen und wir wollen es auch nicht. Die Bestrebung des Algorithmus ist schon, Breite zu erzeugen und zu erzielen. Wenn das jetzt ganz mit Ihren Erfahrungen nicht übereinstimmt, tut mir das leid. Sie wissen aber, dass Sie, insbesondere wenn Sie im eingeloggten Zustand, also wenn Sie ein Google-Konto haben, nutzen YouTube sozusagen im angemeldeten Zustand, können Sie selbst ja auch sagen, bestimmte Inhalte wollen Sie nicht mehr, dass sie relevant sind, also die Sie vorher geguckt haben, dass sie relevant werden für die Empfehlungsalgorithmen und können die wieder ausblenden, also sozusagen die Suchhistorie oder Teile der Suchhistorie ausblenden. Das ist das, was wir sozusagen in dem Bereich machen und anbieten. Also die Zielsetzung ist genau das, was Sie sagen. Dazu gibt es ja auch wissenschaftliche Forschung, die festgestellt hat, dass wir sozusagen sehr viel Breite durchaus erzielen. Also in Deutschland werden Sie wissen, gibt es von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg nach der Bundestagswahl, der letzten Bundestagswahl, genau so eine Studie. Es gibt aber auch andere internationale Studien weg aus dem deutschsprachigen Raum, die letztlich nachweisen, es gibt diese Rabbit Hole-Theorie zumindest auf YouTube nicht, sondern da wird sozusagen für mehr Breite gesorgt, kontra ihrem persönlichen Erleben offensichtlich. Thomas Beuning wollte auch anschließen. Ja, ich glaube, der Fragesteller hat es sehr gut benannt und ich fand das Antwort auch ganz interessant, weil gerade die Editorial Responsibility, darum geht es auf Social Media. Die Zeit, dass die Internetfirma sagen konnte, wir sind nur Techfirma, wir sind nur Distribution, die ist völlig vorbei. Und das heißt, dass ihr nennt teilweise die Verantwortlichkeit. Aber das große Unterschied zwischen was Journalisten und was unabhängige Medien machen, und was die große Internetfirma machen, ist gerade das. Das ist diese Editorial Responsibility. Und wenn man das nicht seriös nennt, dann kann passieren, dass diesem Herr und ich auch, ne, was passiert mit diesem Rabbit Hole. Und dafür braucht man Journalismus, da kommt das Vertrauen. Und gerade weil es jetzt keine Wahl gibt zwischen Social Media, im Social Media Bereich, keine richtige Wahl, so wie man wählen kann zwischen einer Zeitung oder die andere, oder der publiker Rundfunk oder ein privater Rundfunk. Also das Problem sind die Monopole oder Quasi-Monopole, wenn Sie das ansprechen, wenn ich das recht verstehe. Und die Verantwortlichkeit ist einfach da. Und ich denke, das ist die große und sehr komplizierte Frage auch. Weil ich verstehe auch natürlich, dass jeder sich verlässt, dass denkt, okay, ich kann in jeder Bereich über Meta, ich kann in jeder Bereich über YouTube, aber wenn es nicht diese Verantwortlichkeit gibt, die richtige Verantwortlichkeit, dann werden diese Probleme da bleiben. Frank? Also zum einen würde ich in Frage stellen wollen, dass es wirklich keine Auswahlen gibt. Also ich glaube, Sie sehen ja alle, wie schnell Plattformen neu hinzugekommen sind. Vor 5 Jahren kannte kein Mensch TikTok. Heute nutzen alle ihre Kinder, Enkel und Urenkel in der Regel TikTok und keine der hier sitzenden Plattformen.
Jedenfalls nicht so viel, wie wir uns das wünschen würden. Das zitieren Sie bitte nicht. Nee, wir reden über ein Dorf, über eine Stadt. In einer Stadt gibt es 3-4 verschiedene journalistische Titel. Das ist Video. Und dann gibt es Twitter, dann gibt es Insta, dann gibt es Facebook und es gibt, wird übermorgen ganz viel Neues geben. Also nur zu der Frage, es gibt immer nur die 2, das gibt es nicht und das hat die Historie gezeigt und die Zukunft wird es auch zeigen. Wenn Sie wollen, dass all die Plattformen eine Editorial Responsibility haben für all die Inhalte, die auf der Plattform sind, wird es keine freien, offenen Plattformen so geben. Dann werden wir alle Newspaper werden. Dann werden wir nur noch sozusagen eine Handvoll Inhalte haben, die vorgefiltert sind und sind keine offenen Plattformen, sondern geschlossene. Wenn wir das wollen, sind wir in einer ganz anderen Welt. YouTube hat 500 Stunden neues Videomaterial jede Minute. Unmöglich, all diese Inhalte vorher zu kennen, einzuordnen, sozusagen einzuschätzen und zu sagen, du bist es wert und du bist es nicht wert, auf der Plattform zu erscheinen. Wenn Sie das wollen, kann man das machen und das kann man auch regulieren, dann gibt es aber keine offenen Plattformen mehr. Dann haben wir nur noch Zeitungen. Herr Bräunen, kurz, ja, dann die letzte Frage. Nein. Aber das ist immer das Argument. Aber ja, das, nee, das ist nicht wahr. Wenn man über... Nee, das ist absolut nicht wahr. Sie müssen sich vorstellen, das ist immer das Argument, was gesagt wird, ja, wenn man das macht, dann ist die Freiheit im Internet ist weg. Aber das ist nicht so. Es ist so, dass es dann gerade dann, die Möglichkeit gibt, für neue Titel, um etwas aufzubauen. Was jetzt los ist, ist, dass man in Amsterdam, wo ich lebe, und in Wien und überall gibt es diese 4 oder 5 Möglichkeiten, um etwas auszuwählen. Und die Sache ist, wenn man in Amsterdam selbst guckt nach das, was man, die Möglichkeiten, die man nur im journalistischen Bereich hat, dann hat man über 10 Zeitungen, Fernsehen, was weiß ich was. Und die Sache ist, es geht dir nicht darum, dass ihr sagt, ich übernehme die Editorial Responsibility. Das verstehe ich, dass man das nicht machen kann, wenn man so groß ist wie TikTok oder YouTube etc. Es geht darum, dass man eine Wahl macht zwischen Distribution, reine Distribution, oder die Verantwortlichkeit für Einhalt. Das ist die Sache. Das ist, glaube ich, jetzt diese Diskussion, die wir nicht weiterführen müssen, ist sowas wie YouTube eine Plattform oder ist es ein Medienunternehmen? Das schließt sich ja daran an. Also das können wir jetzt nicht lösen. Ich würde jetzt den Herrn Zeger noch bitten um eine Frage. Ja, also mein Name ist Hans Zeger, Agitaten. Als erstes möchte ich an den Herrn Buschek danken für seine offenen Worte. Und ich glaube, er hat eigentlich alles gesagt. Recherche, Investigativjournalismus, Faktencheck sind eigentlich die einzigen Mittel, um dem Cyberwar zu begegnen. Ich habe aber eine kleine Frage noch an ihn. Weihnachten ist zwar sehr weit weg, aber wenn er jetzt sich so einen Wunsch ans Christkind haben könnte, an die Politik mit einem Wort, was sollte die eigentlich unternehmen, damit wir genau dorthin kommen in Richtung besseren Faktencheck, bessere Investigativjournalismus, bessere Recherchemöglichkeiten? Soll man ein neues Journalistenbüro im Bundeskanzleramt gründen oder vielleicht noch mehr Subventionen an verschiedene Medien ausschütten? Was wäre Ihr Wunsch? Schwierig. Ich glaube, meine Antwort wird Sie enttäuschen, weil ich habe schon vor Jahren entschieden, dass Politik und Policy wirklich nicht mein Feld ist und ich nicht verstehe, wie es funktioniert. Wie gesagt, würde ich mir etwas Persönliches wünschen für meine Arbeit, gehen wir mal von dort aus, dann, ich habe es eh schon gesagt, Zugang wäre es. Also das wäre wirklich so die Möglichkeit, dass ich von innen heraus damit arbeiten kann. Und das ist auch, ich meine, natürlich, es ist schon ein Spannungsfeld, das wir mit Plattformen auch haben, aber es muss so nicht sein, glaube ich. Und zum Beispiel die Arbeit, die wir im Syrian Archive gemacht haben, die war eigentlich sehr kollaborativ mit YouTube. Damals war zum Beispiel YouTube hat hunderttausende Videos entfernt, größtenteils wegen Copyright-Verletzungen, die einfach durch ein automatisiertes System erkannt worden sind.
Das Problem mit diesem Material war, dass es halt Menschenrechtsdokumentation war. Es hat halt Menschenrechtsverletzungen in einer Kriegszone dokumentiert und wir waren plötzlich die Einzigen, die noch eine Kopie davon hatten. Da gab es schon Möglichkeiten, dass wir ihnen das sagen konnten. Und wir mussten eine Methodologie entwickeln, wieder von außen heraus, dass wir quasi feststellen, was YouTube entfernt, damit wir ihnen sagen können, das ist schon gut, wenn das bleibt. Aber wir konnten das nicht von innen heraus machen. Also wir hatten keinen Zugang zu den Mechanismen. Das hat natürlich unsere Arbeit sehr erschwert. Von der Politik, ich glaube jetzt nicht, dass die Politik YouTube befehlen soll, mir Zugang zu geben. Ich glaube, das wird nicht passieren und ich glaube auch nicht, dass es der richtige Zugang ist. Aber ich weiß nicht, von der Politik kann ich nicht sagen. Ich glaube, was die Politik machen kann, das ist ein gesunder Umgang mit Daten, im Agidaten. Ich glaube, das ist eigentlich ein Feld. Das wäre eines dieser Feld, wenn wir vernünftige oder wenn wir einen guten Zugang zu Daten haben, wie Daten gehandhabt werden muss, dann ist das etwas, was für alles andere einen positiven Effekt haben wird. Also Schutz von Daten, Schutz von Zugang zu Daten, dass klar ist, wer was zugreifen kann, dass das auch gesetzlich geregelt ist, das wird einen Effekt über die Plattformen in die Gesellschaft hinein haben, in unsere Recherchen. Es wird viele positive Effekte haben. Ich glaube, wir müssen so an prinzipiellen Sachen irgendwie denken. Mir fallen jetzt auch keine anderen gerade ad hoc ein, aber ich würde vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken. Also eigentlich ein echtes Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel. Ja, ich glaube, wir müssen uns halt einfach wirklich überlegen, was bedeutet das, dass wir in dieser Informationswelt jetzt leben und das natürlich das. Die letzten 30 Jahre sind anders. Die Welt von heute ist nicht mehr die vor 30 Jahren war. Das wird auch nicht mehr zurückkommen. Die Katze ist aus dem Sack. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten das wollen, dass sie zurückkommt. Also ich glaube, die meisten Leute wollen eigentlich, dass die meisten Sachen, die uns die Digitalisierung oder die uns das Internet gebracht haben, bleiben, würde ich jetzt mal annehmen. Ich weiß, ich kenne genug Leute, die definitiv nicht wollen, dass TikTok verschwindet zum Beispiel. Oder YouTube auch. Also viele Fans, also muss man sagen, ja. Aber ich glaube schon, dass natürlich sich die Spielregeln geändert haben und ich glaube, was mir zum Beispiel, vielleicht ist das auch mit meinem Hintergrund oder so etwas, ich habe keine typische Biografie in dem Sinn, also ich habe nicht Journalismus studiert, ich habe aber auch nicht Computerwissenschaft studiert, aber ich arbeite über die Felder quer durch, ich arbeite mit Journalisten, ich arbeite mit Menschenrechtsdefenders, ich arbeite mit verschiedensten Leuten über verschiedene Felder, über verschiedene Disziplinen und ich glaube, dass wir, wenn wir von dieser neuen Welt reden, ich glaube, wir müssen mehr in dieser Form denken und weg aus diesen, das ist eine Schiene, das ist die andere, sondern das sind neue Fälle, die sich quasi neu formen, zusammenkommen und halt anders jetzt ausschauen. Ich glaube, das ist halt etwas, was die Politik nicht schnell genug mitverfolgen kann. Frau Frank, wir leiten jetzt damit schon die Schlussrunde ein, wir sind zeitlich schon eben unter Druck. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, die Politik hat sie gehört, obwohl sie gar nicht laut gerufen haben. Der Digital Services Act gibt hier einen Forschungszugang, zumindest für Forschungseinrichtungen. Da wird man ja den Wege finden. Also insofern glaube ich, ist sozusagen der Rechtsrahmen genau für das, was Sie sich wünschen, hier angelegt. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und darf ich noch nachfragen, weil eben dieses Thema bei Ihnen virulent geworden ist auf Ihrem Blog von YouTube, dass Regulierung manchmal auch überschießend sein kann. Also Stichwort, die EU denkt darüber nach, politische Werbung sichtbar zu machen, ja, also damit jeder weiß, wann er politischer Werbung auf Plattformen begegnet. Sie meinen, das könnte auch nach hinten losgehen, im weitesten Sinn, je nach Ausgestaltung des Gesetzes. Was ist da das Problem? Ja, das Problem ist gar nicht bezahlte Werbung, also auch nochmal zurück zum DSA. Dort ist sehr klar definiert, dass Werbung sozusagen ein transaktionales Geschäft ist über Zahlung. Die politische Werberegulierung hat in einzelnen Auslegungen, nämlich der Auslegung des Rates im Moment und auch der Kommission, aber einen viel weiteren Rahmen. Da geht es auch um politische Inhalte und das können alle gesellschaftlichen Inhalte sein, die theoretisch eine Wahl, ein Gesetzgebungsvorhaben oder ein Referendum beeinflussen. Also es kann um Mietpreise gehen, um Umweltschutz gehen, um Frauenrechte, Menschenrechte, Tierrechte, Kinderrechte, um alles, was uns gesellschaftlich bewegt. Wenn Sie das als organischen Inhalt in eine soziale Plattform einstellen, sind die Plattformen gehalten, diese Inhalte nicht mehr zu amplifizieren, also nicht mehr zu empfehlen.
Und aus unserer Sicht besteht da schon die Gefahr, dass aus einer Werberegulierung eine Inhalteregulierung gemacht wird, mit der Konsequenz, dass der demokratische Diskurs in Ländern einfach negativ beeinflusst wird. Und das ist das, wo wir hingewiesen haben. Wir sind jetzt, ich sage mal, 3 vor 12. Es gibt noch 2 Trilogverhandlungen. Morgen ist die vorletzte und die letzte Anfang Juni. Und wenn sich das nicht verändert in den Gesprächen der 3 sozusagen Gesetzgeber der europäischen Gesetzgebung, dann haben wir ganz andere, glaube ich, auch nochmal Desinformationsdiskussionen, die dann aber sozusagen gesetzlich abgesegnet sind. Insofern, wenn Sie da Nachfragen haben, kommen Sie gerne auf meine Kollegin Lucy sitzt hier vorne oder gerne auf mich zu. Aus meiner Sicht ist das ein großes Problem, was gerade im europäischen Gesetzeswerk uns vorgelegt wird und leider sehr wenig diskutiert. Und ich muss total unhöflich sein und muss mich verabschieden. Ich glaube, der Flieger wartet gar nicht auf mich. Vielen, vielen Dank. Wir machen die Runde dann trotzdem fertig. Vielen Dank, Frau Frank. Ja, ich hoffe, Sie verzeihen. Und vielen Dank für... Danke schön. Herr Bräunen, das Thema Regulierungen haben wir nicht so im Großen angesprochen. Wie viel Regulierung wünschen Sie sich denn im Umfeld dieser Desinformationsschose? Und wie viel ist auch notwendig, gerade auch wenn man diesen Widerspruch zwischen Grundrechten und Eingriff in die Medienfreiheit sozusagen berücksichtigt? Das ist so kurz vor das Essen, ist das eine komplizierte Frage, weil normalerweise als für Journalisten, wie weniger Gesetze, wie besser. Das ist eine Grundregel, warum das Beruf der Journalisten auch niemals immer eine offene Profession, ein offener Beruf sein muss. Aber in diesem Bereich denke ich mal, dass schon einige Grundgesetze notwendig sind. Und gerade, und das ist natürlich ein bisschen schade, dass meine... Das ist Ihre Lieblingsdiskutantin. Ja, dass die nicht mehr da ist. Weil ich denke, gerade auch diesem letzten Thema, die angesprochen wird, diesem Thema über was man machen muss, in welcher Art, in welchem Bereich die Social Media Betriebe verantwortlich sind, zum Beispiel über Wahlen, aber auch über andere Themas, die für das Publikum sehr wichtig sind. Das sind gerade die Themen, wo die Einfluss auch sehr groß sein kann. Und deswegen denke ich mal, dass man da auch richtig sagen muss, da liegt eine große Verantwortlichkeit für diese Tech-Unternehmen. Und das kann auch sein, dass sie sich entscheiden, um überhaupt aus diesem ganzen Bereich, man hat das schon gesehen bei Meta, bei Facebook ein bisschen, um aus dem ganzen Bereich der Nachrichten wegzugehen. Weil die einfach einsehen, dass dieses Bereich so eine große Verantwortlichkeit gibt, weil man die Leute richtig beeinflussen kann, dass es einfach zu heiß unter die Füße wird. Und das, deswegen denke ich, es muss immer die Richter oder eine unabhängige Autorität sein, die eine Entscheidung macht. Aber es muss schon einige Gesetze geben, wie die Gesetze, die schon da sind, dass sie auch genutzt werden. Und deswegen habe ich auch diesen Beispiel mit Fox News genannt. Es gibt ganz viele Gesetze schon, aber es geht auch darum, dass die auch benutzt werden und dass die Möglichkeit da ist, um die zu benutzen. Und das ist, wenn es um Monopolisten geht oder um ganz große Betriebe, ist die Möglichkeit, die zu benutzen, ist auch sehr ganz schwer. Herr Oberst, Sie als Chef der Cyberabwehr in Österreich, was brauchen wir aus Ihrer Sicht? Sie sehen das breiter, dieses Thema Desinformation. Es geht natürlich auch um Angriffe auf cyberphysische Systeme, auf Energieanlagen etc. Ja, im Bereich Information braucht man mehr geistige Landesverteidigung, hätte ich gesagt. Es gibt ja immer den Landesverteidigungsplan, der ist allerdings 1975 geschrieben worden. Das sind ja wenige, die das erlebt haben live oder gelesen haben. Und da steht drinnen, unser Land wird verteidigt nicht nur durchs Militär, sondern auch wirtschaftliche andere Maßnahmen durch die
geistige Landesverteidiger. Und da stand drinnen, wir müssen verstehen, um was es geht. Wir müssen kritisch sein. Wir müssen uns wertbewusst verhalten und sein. Und daher, auf dem Weg wären wir gut beraten, das zu tun. Es gibt ja jetzt auch Interessen, den wieder zu beleben, natürlich zu aktualisieren und auf den modernen Stand zu bringen. Falsch ist es nicht, was da drinnen steht. Das andere Ende ist halt die Schutzfunktion des Staates, ne, die wir ja oft sagen, wieso, wo ist der Staat, wenn was passiert? Ja? Und da hat er ganz eine schwierige Rolle im Cyberbereich. Weil dieser blöde Cyberraum endet nicht in Nickelsdorf. Ja? Da geht es so weit darüber hinaus. Und auf der dritten Seite sind wir sehr stolz darauf, dass wir in Europa sehr strenges Datenschutzgesetz haben. Das heißt, die Beeinträchtigung unserer persönlichen Daten wird gut geschützt. Und auf der dritten Seite, wir wollen alle diese schönen Seiten des Internets und alles, was damit zusammenhängt, nie mehr missen. Also ich kenne niemanden, der das will. Ja. Manche, glaube ich, können gar nicht leben. Ich denke da an die Jugend. Wenn man denen das wegnimmt, dann haben sie wahrscheinlich sehr große Existenzängste. Von jetzt auf gleich. Und trotzdem wollen wir, dass die Schattenseiten, die es in dieser schönen neuen Welt gibt, nicht uns beherrschen. Daher, es muss Regulierungen geben. Ich bin aber ein großer Fan von der Idee, dass das unabhängige Stellen dann kontrollieren, so wie wir ja einen Presserat, glaube ich, haben wir, einen Rundfunkrat. Natürlich ist das hinterher laufend und wird nicht ad hoc sofort passieren, aber es ist zumindest ein Mittel der Regulierung, ein Mittel der Hygiene mit vielleicht langfristiger positiven Ergebnissen. Ja. Und die gar nicht mitspielen werden, müssen natürlich auch mit Strafe bedroht werden. Und es muss der Staat Instrumente haben, dort, wo tatsächlich strategische Desinformation gemacht wird, dagegen ankämpfen. Und das sicherste Mittel dagegen ist die Wahrheit. Also publizieren von dem, was stimmt wirklich, glaube ich, hilft am ehesten. Die Arbeit, die der Herr Buschek macht und viele andere, ist absolut wichtig für uns alle. Das Thema Vertrauen haben wir eben nicht angesprochen. Das ist für mich ganz zentral eigentlich, weil eine Gesellschaft, der Kitt ist Vertrauen. Wir haben ja erlebt in den letzten Jahren, was passiert, wenn Misstrauen sozusagen eine Gesellschaft regiert. Haben wir eine Chance, wieder Vertrauen aufzubauen zwischen uns als Gesellschaft oder zerfallen wir wirklich in Blasen und in kleine Einheiten? Nämlich auch angesichts dessen, was Sie erwähnt haben mit den neuen maschinellen Möglichkeiten, uns Wirklichkeiten vorzutäuschen. Ja, wenn ich jetzt sage, nein, es gibt keine Möglichkeit mehr, dann können wir einpacken und nach Hause gehen. Ich weiß, es ist dystopisch, aber Sie müssen jetzt über Ihren Schatten springen. Ja. Ich glaube natürlich, das ist sehr generationenabhängig. Ich glaube zum Beispiel, ich höre ja oft, junge Leute, die interessieren sich nicht mehr für irgendwas und sind nur mit Social Media haben sie zu tun, aber ich glaube, wir verstehen eigentlich nicht, worum es eigentlich geht. Ich glaube, wir als Medien zum Beispiel auch hatten über Jahrzehnte hinweg Autorität. Wir sind immer autoritär, also nicht autoritär, aber mit Autorität gekommen und sagen, wir können euch sagen, das ist passiert und so ist es abgelaufen und das wird morgen passieren, so glauben wir oder so etwas. Und ich glaube, wir haben einfach automatisch immer angenommen, ja, wir haben diese Autorität, den Leuten das zu sagen. Aber ich glaube, dass junge Leute nicht mehr automatisch Autorität geben, sondern sie sind bereit, Autorität zu geben, aber sie lassen sich es nicht mehr nehmen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Unterschied. Also wir müssen schon auch beweisen, warum uns Leuten glauben sollen. Es ist halt einfach so, wir können es nicht mehr automatisch annehmen. Natürlich, es gibt schon Institutionen, Spiegel ist eine Institution, es gibt auch Institutionen in Österreich, es gibt derzeit ein Bild 2 und so weiter. Das sind schon auch Institutionen und Autoritäten. Das ist auch viel wert, aber eine Institution, eine Autorität alleine ist nicht mehr genug. Und ich glaube, das ist halt einfach auch, wo wir uns ein bisschen umändern müssen. Das halt einfach in einer Welt, wo jede einzelne Person ein Medium ist, gibt es halt einfach nicht mehr diese Gatekeepers im Medienbereich. Und ich glaube, das hat sich geändert und damit müssen wir jetzt umgehen. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube eigentlich, dass es auch sehr viel besser ist, weil wir müssen uns auch beweisen, warum ist es das wert. Und ich muss sagen, natürlich, es gibt jetzt oft die Rede davon, dass Journalismus steckt in einer Krise. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Zeitungen stecken in einer Krise, aber dem Journalismus geht es eigentlich wirklich, wirklich gut im Moment. Die journalistische Arbeit, die getätigt wird zurzeit,
ist von höchster Qualität größtenteils, ist super interessant. Es werden neue Methoden gefunden. Gestern zum Beispiel habe ich gehört, Leute publizieren ein Magazin und schicken es über WhatsApp. Und Leute konsumieren ihr Medium halt nicht mehr im Print oder online, sondern halt in einer WhatsApp-Nachricht zum Beispiel. Das sind super interessante Ansätze. Und je nachdem, wo man ist, wird das funktionieren oder nicht. Aber auch ganz konkret im Investigativjournalismus, im Moment, es gibt fantastische Recherchen. Leute machen wirklich, wirklich coole Sachen auch. Von dem her würde ich sagen, Journalismus ist nicht in der Krise, es sind die Zeitungen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass eben Zeitungen halt immer diese Autoritätsposition hatten. Und die haben sie nicht mehr automatisch. Und das ist die neue Welt. Ich glaube, an die müssen wir uns gewöhnen. Und ich glaube, Zeitungen werden sich auch daran gewöhnen. Die Institutionen sind noch immer wichtig. Ich finde, die Welt ist besser mit der New York Times, die Welt ist besser mit dem Spiegel. Aber das heißt einfach nicht nur, weil etwas der Spiegel schreibt, dass das automatisch angenommen wird. Schöne, hoffnungsvolle Worte zum Schluss. Vielen Dank, Christoph Puschek. Vielen Dank den Herren am Podium. Der Schluss gehört traditionell dem Präsidenten der ISPA, Harald Kapper. Und danach lädt sie die ISPA zur Nachbesprechung zu Speis und Trank. Aber vorerst der Präsident. Bitte schön. Ja, vielen, vielen Dank dem noch verbliebenen Podium fürs Dasein, fürs sehr lebendige Diskutieren. Am Schluss habe ich jetzt mitgekriegt, es gibt gleich noch so eine Fötz versus Internet-Diskussion, die als nächstes aufgemacht wird, glaube ich. Verlieren wir in dieser Dystopie, die uns kurz vorgestellt wurde am Anfang, dann haben wir noch gehört, es braucht noch ungefähr 10 Jahre, bis wir aktive Cyberkräfte haben. Verlieren wir nicht die Hoffnung? Wir haben Technologieunternehmen, wie wir gehört haben, die sehr viel tun, die sich Probleme anschauen und auch investieren in die Lösungen dieser. Und wir haben die Journalistenvereinigung in den Niederlanden, die uns in Europa einen riesen Gefallen tut, nämlich Dinge auf einen rechtlichen Grund zu überprüfen. Da kann ich aus der Historie, vor ungefähr einem Jahr ist ja das passiert, dass wir Sputnik, RT und Co. sperren mussten. Das ist zuerst so im Rat beschlossen worden. Na, die kommen jetzt nicht mehr im Fernsehen vor. Okay. Dann haben wir gesagt, im Internet kommen sie auch nicht mehr vor. Dann haben wir gesagt, und wie? Dann haben wir gesagt, na, macht's. Und dann war für kurze Zeit sogar die Aufsichtsbehörde jeweils in dem magistratischen Bezirksamt in Österreich zuständig dafür, das zu überprüfen. Dann haben wir die gefragt, wie wir das machen sollen. Und gesagt, wissen wir jetzt auch nicht. Am Schluss gibt es jetzt eine rechtliche Lösung, dass die Austria ist zuständig zur Überprüfung dieser Sperren. Aber so geht es uns halt immer wieder. Und wir hätten primär gerne mal Rechtssicherheit für die Betriebe, die das Internet betreiben oder die Services darin oder die Inhalte darin. Und deswegen freuen wir uns, wenn weiter großartig diskutiert wird und was gemacht wird. Und das mache ich jetzt. Ich eröffne das Buffet. Das finden Sie da hinter mir, da draußen. Mahlzeit.